Endlich ihn heute einen der hoffnungsvollsten Newcomer der deutschsprachigen Poetry Slams. Ich hab's gesagt! Der Deutsche! Newcomer der deutschsprachigen Poetry Slam Szene vorstellen zu dürfen. Seit dem Jahre 2011 veröffentlicht der 32-jährige Vielwurstesser nahezu täglich bittersüße, aufrüttelnde Lyrik und gilt damit als einer der hoffnungsvollsten Intellektuellen unserer Zeit. Benjamin von Stuckrad-Barre nannte ihn eine Sensation. Die Süddeutsche adelte ihn zum feinhaarigen Feingeist. Machen Sie einen nachdenklichen Applaus für Dennis Wolter. Hallo, ich bin Dennis Wolter und ich habe etwas vor. Ich lese euch da draußen jetzt mal Facebook-Posts vor, die ich vor 10 bis 11 Jahren geschrieben habe und auch so veröffentlicht habe. 7. November 2011. Männer sind Schweine und die Frauen die Metzger. 17. Juli 2014. Bei dem geilen Wetter will man sich gar nicht erst anziehen. 9. August 2011. Die Frau. Das einzige Geschenk, das sich selbst verpackt. Im Charmeur! 12. August 2011. Mir ist langweilig. Können nicht mal eben Rihanna, Jennifer Lopez und Jessica Alba bei mir vorbeischauen? Gott. Konnten sie nicht. 12. August 2011. Eine Lektion habe ich gelernt. Oh Gott. Das Leben ist wie Feuer, es brennt und es wärmt. Oh. Es ist ein Textteil. 22. August 2011. Dennis Wolter packt sich leicht den iPod mit Akustikmucke voll. Gott. 6. September 2011. Ich kann alles besser, weiß alles besser und mach alles besser. Und ja, ich stehe dazu. Hätte auch gestern sein können. Okay. 10. September 2011. Scheiß auf alle Weiber. 11. September 2011. Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Ah. 13. September 2011. Mir fehlt eindeutig eine Zurückspultaste für mein Leben. 18. September 2011. Betrunken. 22. September 2011. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. Mein Aha. Gott. 2. Oktober 2011. 'Cause you changed the way you kiss me. Und zu guter Letzt, 4. Oktober 2013. Beziehung beendet. Riesenapplaus für Dennis Wolter! Ja. Für den letzten Film. Oh mein Gott. Aber hast du nichts gepostet damals? Na klar. Doch, du hast auch so eine Scheiße nicht geschrieben. Sowas. Was denn sonst? Ich habe irgendwelche, keine Ahnung, Bilder von mir, Selfies, Satire-Selfies. Ich habe Satire, Titanic-Beiträge habe ich damals geteilt. Ja. Fand ich sehr gut. Danke. Dass ich, wie gesagt, du postest ja weiterhin bei Nein, Facebook. Tue ich nicht. Du warst, jetzt habe ich doch was gesehen. Nee, ich poste nur manchmal so Meinungsbeiträge. Und ja, weil Meinung muss man heutzutage haben. Guckst du WM? Nicht mehr, nein. Okay. Liebe Freunde, wir gucken heute keine WM, wir haben was viel Besseres, wir haben auch viel tollere Gäste, wir haben heute keinen Schlotterbeck bei uns, sondern nur wirklich A-Lister. Ja. Deswegen würde ich gar nicht lange warten und sagen, los geht's! Live aus dem brandneuen Studio 1 in Frankfurt. Einen riesengroßen Applaus für unsere heutigen Gäste. Ich bin Nina, meine Weisheitszähne sind jetzt raus, deshalb hätte ich gern Applaus. Yeah! Materia! Mein Name ist Materia und mein Ego ist so groß wie das Saarland. Yeah. Hi, mein Name ist Elif und ich bin nicht freiwillig hier. Und Nova! Hallo, mein Name ist Nova und ich dachte sehr lange, dass Materia und Masimoto verschiedene Menschen sind.
Wir müssen uns richtig hinstellen. Nicht, dass ich Schatten werfe. Du wirfst Schatten in der Probe, hast du Schatten. Ja, so darf ich nicht stehen, weil dann werfe ich Schatten. So muss ich es verstehen. Ja, heute wieder aus dem Studio 1 hier in Frankfurt. Wieder mit Publikum. Riesenapplaus. Und auch diesmal. Ihr müsst nicht mitklatschen, nein. Nein, ihr nicht, nein. Nur der Pöbel muss klatschen. Die Stars müssen gar nichts machen, außer Songs erraten. Denn die Regeln sind wieder einfach wie genial. Und ihr könnt da draußen wieder mitmachen. Schreibt eure Lieblingssongs in die Kommentare, in den Chat. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Da steht hier oben auch eigentlich immer, ja, abonniert. Also seid schön brav. Ansonsten raus aus dem Chat. Raus, wenn ihr nicht abonniert habt. Raus! Ja. Also eure Songs werden Teil der Show. Und das Coole ist, ich werde euch auch erwähnen. Also wenn ihr jetzt hier Max Musterfrau was reinschreibt, dann sage ich dann auch, hey, der Song kommt von Max Musterfrau. Geil. Ein Promi erwähnt euch. Die allererste Kategorie ist Zahlen bitte. Und da suchen wir Songs mit Zahlen im Titel. Wie zum Beispiel Hit Me Baby One More Time. Zum Beispiel. Oder Think Twice. Zum Beispiel. Kleine Anregungen. Also schreibt's rein. Und in der übernächsten Kategorie könnt ihr jetzt schon überlegen, mal die Eltern fragen. Geht's um Kinderlieder. Also welche Kinderlieder gibt's? Es gibt ja ein Männlein steht im Walde. Ist das ein Kinderlied? Je nachdem, wie man es betont. Ja, okay. Also wenn du ein Männlein steht im Walde, ist nicht, aber ein Männlein steht im Walde. Okay, das so, stimmt, ja. Also schreibt sie jetzt schon mal in die Kommentare oder in den Chat. Ich sage immer Kommentare. So, wir haben heute wieder tolle Gäste. Nina Schumer hier, Riesenapplaus nochmal. Ja, Nina. Du hast deine Gage heute in den Wangen versteckt. Erstmal natürlich krass, dass du hier bist, obwohl du hast wirklich... Du hast richtige Schmerzen. Ja. Du hast weißer Zähne entnommen bekommen, oben oder unten? Auf beiden Seiten oben. Und mir wurde gesagt, es ist nicht so schlimm. Dem war nicht so. Okay. Hast du das mitbekommen, dass wir die rausgebrochen ich haben? Ich hab's gehört, es hat so leicht gerissen. Ja. Du hast schon mal, erkennst du den Song mit uns gespielt in Köln? Und da hast du gewonnen. Ja. Das heißt, was ist dein Plan heute, dein Schlachtplan? Ich werde es wieder tun. Ja. Ich werde hier gewinnen. Ah. Nina Schuber, Arroganzanfall. Okay. Zähne weg, Arroganz da. Materia, auch Riesenapplaus für dich, auch weit am Start. Martin, du warst auch bei uns in Köln. Und du hast auch gewonnen. Also auch ein Sieger hier, vor dem Herrn. Total glücklich, ja. Wie kann man das toppen? Glück habe ich gewonnen. Ja, obwohl, du kannst schon viel. Du bist ja echt ein Superstar. Du kannst Sachen, du weißt Sachen, die weiß ich noch nicht mal. Ja. Du hast auch keine weiße Szene mehr, ne? Irgendwie alle weg. Ja. Rausgeschreddert. Meine weiße Szene sind auch, ich habe schon vorhin erzählt, die Geschichte, ich habe sie mir rausnehmen lassen, obwohl sie hätten gar nicht rausgemusst. Aha. Weil ich war bei der Bundeswehr. Und da hat man für 3 Tage Sonderurlaub bekommen. Ah. Da habe ich mir gedacht, komm. Tun meine weißen Zähne sehr weh, können Sie bitte rausnehmen? Und dann war ich bei meiner Schwester 6 Tage auf der Couch in Hamburg. Tomatensuppe. Ja, super. Soll man nämlich viel essen und Eis. Aber Tomatensuppe ist gut. Mach ich auch, aber ich habe meine Zähne noch. Das kennt Nina jetzt gerade, das ist ja unfassbar eklig. Man hat so Löcher drin und da geht man mit der Zunge immer so rein. Man kann das nicht machen, das ist so eklig und kommt so immer Blut so raus. Ja, so. Ja. Kannst du später noch ein erzählen, vielleicht auch was zeigen? Ja. Ich wollte mal was Schönes sagen. Heute noch mit dabei, Elif, Riesenapplaus! Elif, du hast schon zweimal gespielt bei uns in Köln und das zweimal gewonnen. Ich habe das fast schon vergessen. Ich auch, ich habe es verdrängt. Ja. Weil ich glaube, ich habe einmal sogar mitgespielt und da war ich sehr schlecht. Was nimmst du dir heute vor? Weil wenn du heute verlierst, ist ja ich hoffe, ich wieder gewinne, aber ich muss kurz noch mal zu dem Weisheitszahn was sagen. Sie ich besitze keine. Gar keine Weisheitszähne. Also, ja, das gibt's wirklich. Ich bin sozusagen Mensch 2.0 oder 3.0. Du bist das Upgrade. Von uns allen. Ja. So, also du musst heute eigentlich gewinnen, weil wenn eine Siegesserie reißt, ist es am meisten ziemlich peinlich. Ja, und dann sagen wir alle Loser und dann wird 8 Minuten geboot. Back, Loser. Und heute natürlich nochmal Elif ist mit dabei, Materia und Nina und auf der Couch da hinten. Und das ist unser Streaming-Superstar, Nova! Ich schalte auf die Couch. Du bist wieder back aus der Wildnis und yo, Spoiler, sie hat überlebt, also brauchst du nicht weitergucken. Was nimmst du heute vor, nachdem du quasi... Was hast du für Sachen mitgenommen? Hast du ein Messer mitgenommen, Säbel? Oder irgendwie eine Schaufel? Lipgloss auch immer gut. Ich mag Lipgloss, bin ich kein Fan von, weil wenn ich dann knutsche, dann kleben die Lippen so. Ja, cool, das kann vorkommen, das stimmt. Ne? Du warst auch schon mal bei uns und hast damals leider nicht gewonnen. Ja. Du hast nicht gewonnen, du warst Wildcarderin, damals noch kein Star. We met you, baby! Bitte schön! Gegen wen hast du gespielt? Wer war der Star an deiner Seite? Das war Crispy Rob damals. Aha! Ja, der Shoutout, sehr guter Freund von mir jetzt.
Super. Alles klar, wir haben heute Top-Gäste. Aber dieses Spiel hat auch Regeln, ihr kennt sie auch alle. Ich werde sie kurz anschneiden. Wir spielen insgesamt 5 Runden. Am Ende gibt es das große, the grande Finale. Und da geht es dann um einen ganz besonderen Preis, den Dennis gleich erzählen wird. Und ganz einfache Regeln. Ihr bekommt Songs vorgespielt. Und wenn ihr wisst, wie der Song heißt, wer ihn gesungen hat, inklusive Feature, dann buzzert ihr. Stimmt alles, gibt es einen Punkt, fehlt was oder ist was falsch, dann gibt es keinen Punkt, man ist für die Runde gesperrt. Darf es in der nächsten Runde wieder mitmachen. Und wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt die jeweilige Runde. Ganz wichtig, jeder Punkt, den man macht, der wird am Ende auf eine Tabelle eingezahlt. Das heißt, auch wenn man jetzt vielleicht die Runde 3-4-5 verliert, hat man 3 Punkte. Also immer fleißig mitraten. Und es gibt natürlich auch wieder unsere weltbekannte und unglaublich geliebte Strafkaraoke. Manche Gäste kommen nur deswegen. Mit genau, die sagen, ich will gar nicht spielen, ja. Ich will nur Strafkaraoke machen. Und Adelta Wiel zum Beispiel. Ja. Und derjenige der, oder diejenige, die die wenigsten Punkte in der Runde macht, muss Strafkaraoke singen. Ist immer ein tolles Spektakel. Damit das nicht passiert, hat jeder von euch 2 Joker-Karten. Mhm. Und wenn ihr mal einen Song nicht kennt, könnt ihr buzzern, vor der Kamera zerreißen. Und entweder weiß einer von den Promis, die nicht mitspielen, den Song. Oder natürlich das Publikum könnt ihr jederzeit auch einbinden. Ja. Zweimal. Ihr Denn wir haben Publikum! Wenn sie weg sind, sind sie weg. Jeder hat 2 und wenn 2 weg sind, sind sie weg. Wir gucken mal in die Live-Tabelle, so sieht das Ganze dann aus. Da werden eure Punkte gesammelt. Du ganz da oben, das ist natürlich. Ja, man. Mhm. Geil. So sieht's aus. Die letzte Ausgabe hat Bowser gewonnen, der war aber auch ziemlich stark. Mal gucken, ob man das heute toppen kann. Und die ersten 3 ziehen ins große Finale ein und spielen um die goldene Ananas. Da vorne steht sie, dafür gibt's einen Applaus für die Ananas. Und die darf man auch mit nach Hause nehmen. Mit der darf man sich ins Bordbistro setzen, ist gar kein Problem. Ja. Die hat freie Fahrt. Und genau, wir haben gar nicht mehr zu labern, Dennis, sondern was passiert jetzt? Ab geht's zu Kategorie Nummer 1. Verschwinde! Zahlen bitte. Zahlen bitte, das höre ich auch immer. Und dann schiebe ich die Rechnung weiter zu meinem Date. Weil ich... zahle nie. Ich lasse mich einladen. Ja, es wird immer so, dass jeder Deswegen bin ich auch sehr erfolgreich im Dating-Bereich. So, Zahlen bitte. Wir suchen Songs mit Zahlen im Titel. Könnt ihr gut mit Zahlen? Nee. Nee? Nee. 4+7? Nö. 11. 11. 9 - 7? 2. Oh. Dennis, 8 geteilt durch 7. 3.800. Ja. Los geht's. Ariana Grande mit... Bitte ganz kurz einen Moment. 3. Nein, das kann ich bezahlen so. 1. Warte, nein, bitte. Was? Ah. Ja, du bist Nina. Ach, das ist so wie Stadtland. 7 Rings von Ariana Grande. Ja! I got it. Elif, du musst immer ganz zackig sein. Aber ich bin jetzt gesperrt eine Runde, ne? Ja, nee, jetzt ist wieder frei. Du wärst okay, in der geil. Runde jetzt gesperrt ja. gewesen. So, jetzt bist du wieder frei. Okay. So. 1, 0, 0. Gewünscht natürlich von Gina Marie Lowry. Wunderbar, super toll. Okay, weiter geht's. Haftbefehl mit 069. Martin, wer hat sich das gewünscht? Für den mit den Ski-Masken auf den Motorrad-Ninjas. Warum kommt dein Album denn schon wieder im Winter? Das ist Räubermusik und da wird's früher dunkel. Was ist eine Frage? Gott, nee. Martin, lies mal vor, wer hat sich das gewünscht? Kannst du das lesen? Die Zahl ist eine Zahl, die ich überhaupt nicht mag. 110, ne? Und unten, von wem kann der Songwunsch? Von? Timo Dede. Timo Dederichs. Timo Dederichs klingt wie ein Schlüsseldienst, ne? Schlüssel Dederich. Wir machen auf. 110. Wir machen auf. Polizei. Weiter geht's. Was für ein komischer Typ ist das? Also die ganze. Alexander Markus, 1, 2, 3. Ja! Gewünscht von Sebi, das sind doch Namen, die höre ich doch und lese ich doch gerne. Alexander Markus.
Alexander Markus? Toller Künstler. Kennt ihr ihn privat? Ich habe ihn ein paar Mal kennengelernt, ja. Wirklich? Wie kommt man an den Mann ran? Das ist sehr schwierig. Schwierig, oder? Sehr schwierig, aber er ist ein großartiger Künstler, wie ich finde. Guter Tänzer, toller Musiker, hat Riesenhits gemacht. Tolle Musikvideos. Klingt nach mir auch. Tolle Videos. Globi ist immer dabei. Globi, ja, schon mal gesehen Globus. Auf YouTube. Hm. Ja, der auf ist YouTube. Kult. Ja. Und ich bin auch Kult, deswegen verstehen wir uns so gut. 2-1-0. 0 Punkte, Elif. Das ist aber aktuell. Bis wann geht's? Bis 5. Also, ja, ich muss, jetzt, alles ich muss mich jetzt ranhalten. Wir können es doch schaffen. Oder ich nicht. Ich spiele nicht mit, aber du, Elif. Weiter geht's. Song 2 Blur. Ja! Gewinnt von Thomas Regner. Ist das nicht ein DSDS-Gewinner, Dennis? Ja, Tobias. Ja, Mann. Tobias Regner. I Still Burn. Kennt ihr I Still Burn? Mal Hand hoch im Publikum. Hand hoch. Wer kennt I Still Burn? 1, 2, 3, 4, 5. Der ganze Fanclub von Tobias Regner ist angereist. Kennt ihr nicht Tobias Regner, I Still Doch, Burn? Doch, ich kenn, aber ich kenne den Song nicht. Kannst du ihn mal ansingen? Ja, klar. You marry the seven the rice. I said, said it just because of you. I said there is and I can do. I'm without you, the truest. I still burn. Ist die Bridge. Like the sun with the fires in my blood. Gut. Und weiter geht's. Oh. Skaterboy, Avril Lavigne. Ja. Ja! Von Ilks. Sag mal die Textzeile. Ich bin ein, Avril Lavigne stand, steht auf mich, denn ich bin ein Skaterboy. Aha. Deswegen weiß ich das, ganz alt, ah. Deswegen scheiß Zeile, aber 2006, Masimoto-Album, war das drauf. Avril Lavigne stand auf mich, denn ich bin ein Skaterboy. Findest du Avril Lavigne immer noch cool? Weil ich habe ja gehört, dass das gar nicht mehr die echte Avril Lavigne ist. Ja, die ist wohl gestorben. Sie heißt jetzt Cher, oder wie? Die ist gestorben! Ja. Avril Lavigne soll tot sein, Elif, oder? Unterstützt mich. Ja, ich habe das auch irgendwie gehört, dass es jetzt so ein Double ist, ja. Aber schon ganz lange. Und die sieht ein bisschen auch so aus, als hätte sie jemand eingefroren. Sag ich Boah. Doch. Ja. Also wirklich, die sieht so aus wie vor 15 Jahren irgendwie. Ja, ja. Ich auch. Aber sie ist doch aus Kanada, deswegen ist sie schon ganz cool. Ich mag Kanadier allgemein. Ich finde die auch cool. Ist Eric Cartman nicht Kanadier? Nee, Eric Cartman ist nee. Nee, gar keiner ist Kanadier. Der kleine Bruder von Stan ist Kanadier, oder? Die haben doch so halbe Gesichter bei South Park. Ich kann Cartman nach, mein Hals, Maul! Nova, Skaterboy, kannst du skaten? Ich hab's einmal gemacht. Und dann nie wieder? So ein Was geht? Oh, ich könnte dir nicht mal genau sagen, wie das. Also so ein. Ich versage jetzt irgendwas Falsches. Aber ist cool. Im Namen Skaterboy befindet sich die 8. Ist die 8 eine deiner Lieblingszahlen oder eher verhasst? Ich habe nicht so eine intensive Bindung zu Zahlen, muss ich vielleicht zugeben. Aber also 8 wäre schon präferierter als zum Beispiel eine 7. Weiß ich, was ich dir zum Geburtstag schenke. 2-3-0, weiter. Taylor Swift, 22. Ja! Gewinnt von Sandra, 90. Unsere Oma guckt zu. In der 90. 2-3-1, Elif, dein allererster Punkt. Nochmal Riesenapplaus hier. Ja! I love it. Weiter geht's. Lautet die Devise. Oh ja. Nichts wie rauf auf den Fußball-Teil. Oh, fuck, Alter. Nein! Sportfreundestelle 54, 74, 90, 2010. Scheiße. Nein! Nein! Oh, wie geht's? Sportfreundestelle 54, 74, 90, 2006. Ja. Ja! Richtig gut, aber... Aber Elif, ich verstehe das, das Dilemma. Ich hätte auch so ein 10 gesagt, es gibt da gar keine zwei Versionen. Ich hätte nicht gedacht, das sind so Songs, wo man sich denkt, ah, das sind die Lieder, wo ich mir immer merke, wann die deutsche Nationalmannschaft eben gewonnen hat. Und jetzt, super war das. 2014 ist... Aber ich gönne dir das. 2014, ich würde ungern sagen, Sport von Stille, macht doch mal Musik. Aber wenn ihr noch mal Bock habt, dann haut doch mal die 2014 noch mit rein. So, 3-3-1. Weiter geht's. So, rap.
shine, you was my black. Komm. Jay-Z, 99 Problems. Ja! If you have the dirt problems, that's too bad for your son. Und damit hast du ein Matchball, lieber Martin. Vier Jay-Z, Fun Fact, hat am selben Tag wie ich, habe nämlich nächste Woche, anderthalb Wochen Geburtstag, am 4.12. Und Jay-Z hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Bist du Schütze? Ja, klar. Ich war Schütze. Machen immer, wir telefonieren immer, auch Beyoncé geht dann immer ran, ja, ich gebe ihn dir mal. Yes, und dann, yes, yes, hey, give him, give hey, feierst du auch gerade? Und ich so, ja, yeah, wir feiern gerade. Yes, the big best, big party, yes, come und on. Und Maite Kelly hat auch am 4.12. Oh, da würde ich hier mit ihr FaceTime. Schreibe ich auch, wir schreiben uns alle, wir haben so eine Gruppe. Ulf Kirsten ist da noch drin. Oh ja, super, die Buberts. Nina, was ist dein Sternzeichen? Die Ludolfs. Ich bin eine Waage. Ich auch! Oh, meine Schwester hey. Auch. Weil wir sind ausgeglichen, positiv und stinkreich. Und kreativ. Und kreativ auch. Ja. So, 3, 4, 1, weiter. Shirin David, 90-60-111. Gewünscht von Mai Mai. Oder May May, sorry. Shirin David, ist das was für dich, Nova? Die Mutter von der Shirin, die macht jetzt auch für eine Burger King Marke Werbung. Eine Burger-Marke, nicht doch. Super. Bist du ein Schwizzle? Ich finde die, also find die Musik cool. So, und doch, wie findest du den Werbespot? Da gibt es ja geteilte Meinungen. Echt? Wieso? Ja, manche also, ich find der ist gut. Ich finde, der ist gut produziert. Die Idee ist cool. Jo, so, genau wie die Tor heute hier. Ich hab auch richtig Bock auf Nestle. Wenn die mal fragen, bin ich dabei. Ja, da kann ich auch direkt machen. 3, 4, 2, weiter, weiter, jai. 1, 2, 3, 4, 5. Joker. Joker. Oh, Joker. Joker. Einer aus dem Publikum. Weiß es jemand? Weiß es irgendjemand aus dem Publikum? Okay, du. So, einmal aufstehen, einmal einen Applaus, komm nach vorne und das Mikro ab. Ich weiß es nicht. Du kriegst jetzt doch ein Mikro. Hier gibt es irgendwo ein Mikro. Von wem? Ansonsten. Sag noch mal. Ansonsten. Ich weiß nur nicht, wie der Typ heißt. Jack, so. Jack. Nee, ist falsch. Nee, ist falsch. Überraschung. Hier, wer hat Schlaf gemacht? Hier, da, ihr müsst. Marco. Riesenapplaus für Tino und Abdi. Starte. Riesenapplaus. So, stell dich mal vor, wer bist du? Check, check. Hallo. Dann nimmst du das einfach, genau. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin Tobi. Okay. Komme aus Nierstein. Und das war Lou Bega, Mambo No. 5. Oh. Applaus für Tobi, meine Damen und Herren. Wer war's? Bitte, bitte. Tobi. Was geht ab? Und lass mal Hallo sagen, wenn wir schon hier sind. So, komm her. Wie geht's mit meinem Bruder? Immer gut, immer gut. Ja, alles klar. Immer gut. Hallo. Hallo. Gute. Ewa Matnabi, was? Hallo, mein Name ist Chiron Herbton. Hallo, ich bin Ilan. Gute. Brate! Warte, ich mach mal hier. Was geht ab, hey? Na? Wie uncool, kann man sich begrüßen? Was geht, mein Bester? Was geht ab, ey? Na, alles klar oder was hier? Was macht ihr hier? Erzähl mal ein bisschen. Rumlungen. Wo drüben? Nichts wie hängen, ja. Ich hab hier was versteckt irgendwo. Ich find's aber nicht gerade. Vielleicht irgendwo hinter der Kamera, aber wir gucken später. Nee, wir arbeiten ja auch hier, wir sind Nachbarn. Wir sind doch Arbeitskollegen geworden. Genau. Das stimmt, wir sind Entertainer-Kollegen. Genau. So. Auch bei HR-mäßig? Ja, natürlich, klar. Und ja, unser Bruder Martin, wir haben ihn lange nicht gesehen. Genau, genau. Personenschutz nehme ich an, oder? Ja, ja, sowieso. Abteilung Sicherheit. Wir haben auch schon, wir haben Songs gemacht, wir kennen uns seit sehr vielen. wir sind auch Fußballfans. Super. Genau, genau. Hansa Rostock, FSV Frankfurt, FSV Eintracht. Bornheim. Bornheim, der Martin weiß. Alles klar. Woll, Alter. So, dann geht's mal. Aber fetten Applaus, Martin, der Bornheim gesagt. Da, 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 da. Martin, kennst du in Frankfurt aus? Wir haben auf jeden Fall, eine Sache noch, die beste, für mich die beste Hip-Hop-Hook, die es jemals gab, geschrieben. Ja? Weißt du, die rappen? Mach mal gern, klar. Von den beiden. Hectics, geilster Song, sowieso bestes Video. Also, versuch's noch. Bei Hectics komm ich im BMW M6, die Waffe geladen, die Stimmung elektrisch, weil meine Mannschaft
alles wegwichst, sage ich euch, flieht Richtung Exit. Bei Hektiks komm ich im BMW Exit. Die machen die Waffen geladen, die Stimmung elektrisch. Weil deine Mannschaft alles wegwichst, rate ich euch. Flieht Richtung Exit. Flieht Richtung Exit. Material up in the house, Alter. Steff. Reden Applaus, schön und auf die. Dankeschön, Leute. Danke. Danke, gibt es was. Danke. Weiei, so viele Eindrücke auf einmal. Ganz kurz, Tobi, du kommst aus Nierstein. Hat man das nicht irgendwann im Bauch, Nierstein? Ja. Ich auch nicht. Ich habe gehört, sie sollen messerscharf sein, diese Scheißdinger. So, Tobi, danke also. Schön. Tobi, nochmal Applaus. Tobi hat den Mambo Number 5 erraten. Und damit schauen wir nochmal auf die Punkte. Unten steht 3-4-3. Elif hat sich rangepirscht. Nina, jetzt musst du Vollgas geben oder wirken langsam die E-Boosts? Nee, ich wollte gerade fragen, ob ich ein Kühlpack haben kann. Das kriegen wir hin. Gibt's hier Kühlpacks? Ich im Hause Halle, ja, bestimmt, oder? Es gibt hier Flachpfeifen und Kühlpacks. Ja. Dies werden wir dir organisieren. Ansonsten habe ich auch noch was ganz Tolles. Gucken wir, ob das für dich kalt genug ist, vielleicht so als Zwischenlösung. Ah, super. Danke. Okay. Ja. Alles klar. Lauwarm. Oh. Oh. So telefoniere ich immer, wenn ich meine beste Freundin anrufe. Die Leute denken die ganze Zeit, ich telefoniere, weil ich habe meine Kühlpacks immer in so einer schwarzen Socke. Ach so, wieso denn das? Wieso denn in der Socke? Damit es nicht direkt... Gefrierbrand ist ein großes Thema. Ja. Okay, du fühlst dich in der Lage noch zu buzzern. Dann machen wir weiter. Das Thema. Ja. 3, 4, 3, weiter. Joker, du musst sie ziehen und zerreißen. Musst du zerreiß die Karte, Martin. Joker, weiß das jemand? Und wenn es keiner weiß, ist natürlich... Nova, Dennis, wisst ihr es vielleicht? Ich wollte einmal in meinem Leben schlau sein. Das hat ja noch nie, dass ein Joker gezogen wird und keiner weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, weißt du das? Das würde ich jetzt nicht machen. Ich will dir eigentlich würde ich ja gewinnen, das wäre blöd. Dann würde ich sagen... Wäre natürlich ziemlich cool. Also es weiß keiner. Rot! Doch, stopp! Nein, da hat sich doch jemand gemeldet. Es ist zu spät. Wie? Kein Punkt für Martin, leider. Uff. Ihr dürft weiterspielen. Ihr spottet mich an, ihr Loser! Wie Oliver Kahn damals. Gut doch! So, nein, Leute, guck mal, pass auf. Pass auf. Nein, ich glaube, ich weiß auch. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß auch. Ich habe doch gebuzzert. Ich darf doch. Okay, Elif, sag deine Antwort. Ich möchte aber trotzdem meinen Punkt Martin geben. Nein, doch. Ich will nicht haben. Nee. Ich küsse doch dein Herz. Ich will was sagen, weil es wusste einer im Raum, das war ich. Und ich habe das auch gesagt. Und das ist lieb von dir, aber ey, nein. Die Kollegen helfen uns auch gegenseitig. Hey. Und dann sage ich das, Mark Forster, Lea, 3 Uhr nachts. Jo! Aber es ist dein Punkt. Und damit? Und Martin, soll ich dir was warum sagen? Kann man einfach einen Punkt schenken? Hä? Das ist voll unfair. Er hat dir nicht mal erraten. Aber ihr seid immer so übel streng mit allem. Danke. Aber jetzt bist du mein Verbündeter, Martin. Das heißt, wenn ich mal nicht was weiß, musst du mir den Punkt auch geben. Okay. Können wir es auf einen? Ja, das ist cool. Okay, aber dann machen wir uns mal eine Special-Ausgabe. Komm. Das heißt, ihr habt jetzt gewonnen. Und damit gewinnt Martin die erste Runde. Jawohl. Aber ich fand trotzdem, warum konnte ich jetzt keinen, weil die Zeit abgelaufen war? Die Zeit? Weil du hast ja Ewigkeiten. Wo? Aber warum hast du dich denn nicht gleich gemeldet? Ja, ihr hättet's auch gleich gewusst. Melden. Traut euch, wir beißen nicht, wir schlagen nur ordentlich zu. 3-5-3, so die erste Runde. Es steht Straf-Karaoke an. Taylor Swift, Shake It Off. Taylor Swift, Shake It Off. Und zwar würde ich sagen, Elif wird das performen, Nina wird im Hintergrund ein bisschen rumtanzen. Einmal hier in die Mitte, Straf-Karaoke, Taylor Swift, Shake It Off, Elif und Nina Schuber. Darf ich vorkommen? Darf ich das umlegen? Ja. So. Jemand noch einen Hut? So. Ja, aber nicht, dass meine Frisur kaputt geht. Das kann ich nicht sagen. Ich halt. Nina, ich pack die Flasche auf hier, dass du nicht so ganz alleine da stehst, ja, mit deinem Kühlpad, dass du gleich aussiehst. Nina, so ein bisschen rumtanzen im Hintergrund. Ja. Oh mein Gott. Dann sind wir wenigstens synchron. So. Vielleicht kannst du dasselbe machen, was ich auch mache. I stay out too late. Oh, ich bin so schief. Du, can't stop, won't stop, move.
Schlimmste. Nina, das ist für dich. Dein Hut. Elif, nimm bitte deine Wasserflasche mit. Ich wollte so kollegial sein und das auch so dran halten. Ich wollte nur einen Move machen, deswegen habe ich kurz weggelegt. Das war sehr, sehr gut. Leute, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. War sehr super. Ich fand das ziemlich gut. Fand's richtig schön. Fand's auch richtig schön. So, es gibt eine kleine Live-Tabelle, da schauen wir mal rein, was sich punktuell so getan hat. Und da sehe ich jetzt einige Bewegungen schon. Hopp, 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 Martin ganz vorne, Elif und dann Nina Chuba. Dennis und Nova noch null. Das wird sich natürlich ändern. In der übernächsten Kategorie heißt es Pop-Diven. Also möchte ich Songs haben von echten Pop-Diven, von euch. Von Whitney Houston, Estefania Wolny. Wen habe ich hier noch? Bonnie Tyler. Von diesen Menschen möchte ich gerne, von diesen großen Shakira, Pink. Von diesen Pop-Diven möchte ich gerne Songs haben. Also haut sie in die Kommentare, in den Chat. Und natürlich immer, die Kirsche oben drauf ist noch ein Daumen nach oben. Schreibt's bitte rein, Pop-Diven. Kennt ihr Pop-Diven? Die hast du alle schon aufgezählt. Ich bin eine Pop-Diva. Hört auf. Schreibt's jetzt in den Chat. Und in der nächsten Runde spielen Nina, Dennis und Nova. Hinter mir also bitte bewegen, Nina, Dennis und Nova. Ihr spielt in der nächsten Runde. Also 5 im Sinn, 8 hinten. Materia geht auf die Couch. Und wer war dann? Dann ist dann hier, gibt's einen fliegenden Wechsel. Also da passiert einiges. Ich darf nicht nach hinten gucken, da werde ich nämlich sofort gefeuert. Aber ansonsten, Pop-Diven ist für mich auch viele Plattenverkäufe. Ein gewisses Auftreten, ein Standing, sind für mich Pop-Diven. Und ja, einfach ordentlich abgerissen haben. Wie der Zahnarzt bei Nina Chuba hinten in der Zahnreihe. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Kinderleicht. Oh, das ist diese Kindersache. Kinderkacke. Oh no. Kinderleicht, bekannte Kinderlieder. Und hier reichen die korrekten Titel. Also, wenn zum Beispiel ein Männlein steht im Walde kommt, dann braucht ihr nicht den Interpreten. Den wüsste ich an der Stelle auch gar nicht. Aber sind Kinderlieder auch, also kommen auch so Serien? Hä, aber heißt von ein Männlein steht im Walde ist der Songtitel? Ein Männlein steht im Walde reicht. Ah, okay. So, also der Titel reicht. Und habt ihr in der Kindheit oft Kinderlieder gehört? Ja. Nee. Rolf Zukowski, bester Mann. Boah, ja, klar. Ich hab es. Ich schwöre, ich hab bis so 13 Rolf Zukowski gehört. Ja? Ja, ich hab schon recht alt dann. 13, ja, übel alt. Mit 13? Aber du hast du noch gestillt mit 13? Ich habe auch richtig lang so Playmobil gespielt und so. Ich auch. Vorgestern, ne? Nein, aber stellt euch mal vor, irgendwann gab es den letzten Tag, wo ihr gespielt habt. Stimmt. Dann am nächsten Tag, ihr habt nicht mehr gespielt. Und ich habe Dennis früher immer gefragt, sollen wir spielen? Und dann habe ich immer gesagt, nein. Na gut. Also, seid ihr bereit? Nova, bereit? Ich bin super bereit. Du musst ordentlich abliefern. Und natürlich ganz besonders klar, bei dem Thema. Wenn Elif oder Martin was wissen vielleicht, die können sich dann melden, wer den Joker zieht. Okay, los geht's. Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Ah. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche. Stark. Gewünscht von Julian in der Weihnachtsbäckerei. Wird bei euch gebacken, Nova. Backst du, bäckst du? Tust du backen? Ich bin nicht so oft in der Küche zu finden, tatsächlich. Aber backen ist an sich ein cooles Ding. Aber ich habe jetzt noch nicht gebacken in der Weihnachtszeit. Aber ich habe auf jeden Fall Lust. So die simplen Sachen. Ich lasse mir dieses Jahr eine Gans liefern. Ey, das ist echt so, 108 cool. Euro, lass mir eine Gans liefern. Einfach mal machen. Okay. Nur für dich alleine, nur für Messer nur und Gans. Nur für mich, mal sich selbst verwöhnen. Okay. Self-Care. Okay. Soul Food. Ja. Also schön. Ah, die Keule beißt, die kochen heiß mit Zunge, trifft man. Ah, ah. Aua, aua. Mais, kein Bock mehr. So werde ich reagieren. Dann werde ich mich wieder langsam ranpirschen an die Gans. 010, weiter. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Schieb in Ofen. Die Lochis. Backe, backe Kuchen. Ja! Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. 1-1-0. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker, der wird fluchen. Gewünscht von Lasse. Lasse reden. Elif, Martin, Weihnachten, ist das was für euch? Seid ihr Weihnachtskinder? Weihnachtsfan. Ja? Ja. Elif? Ich liebe also das Fest Weihnachten, aber wir feiern keinen Weihnachten leider. Warum?
Weil ich muslimisch erzogen worden bin. Aber es gibt das Zuckerfest. Da war ich immer sehr neidisch drauf. Genau, und das ist aber sehr, sehr schön bei uns. Da sieht man auch die ganze Familie. Ist ein bisschen wie Weihnachten. Okay. Ich feiere Zuckerfest. Ich feiere Zuckerfest. Sorry, alles klar. Nicht entschuldigen für Witze. Gut, alles klar. 1-1-0. Weiter. Ich bin Schnappi. Nein. Das ist Schnappi, das kleine Krokodil. Ja, Schnappi. Tatsächlich sehr lustig, weil mein Spitzname in meiner ganzen Jugend war Schnappi. Wieso das denn? Ich weiß, es ist eine super lange Geschichte, viel zu langweilig, dir zu erzählen. Okay, aber dann lass es. Deswegen. Heißt nicht Schnapp machen, Sachen Leute beklauen? Machst du Schnapp? Ja, so wie bei Jesus oder so. So Schnapp, ja, genau, Schnapp, Schnapp, normal, Schnapp, Kugel, normal. Schnapp. Du hast geklaut früher, dass du Schnappi warst. Korrekt, ja, du warst am Klauen. Finger, ja. Okay. Ja, vorbestraft auch. Nina, hast du schon mal zugeschnappt? Hast du mal zugeschnappt? Geklaut? Mal wirklich so, ah, ich dachte mal, jemand gebissen hat. Jetzt ist mal gut! Ja, in der Grundschule habe ich oft Jungs gebissen. Ja? Ja. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen Jungen auf der Welt, der hat jetzt von dir so eine Bisswunde. Tobias. Tobias, und der sagt, ja. Hast du dich mal entschuldigt oder was zu Recht? Er war richtig scheiße. Er war ein Frechter. Er hat es richtig verdient, ja. So, Tobias, jetzt guck mal, was hier abgeht. Dieter Schuber ist es da. Riesenapplaus für Nina. Guck, wo ich bin. Wir zahlen uns in der Sendung. Ich bin wieder ein Fieber. 1-1-1. Weiter. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ja. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ihr wünscht von Cookwag. Cookwag, auch wieder diese tollen Namen, die ihr euch da ausdenkt. Und ihr denkt, dass ihr mich triggern könnt. Das könnt ihr nicht. Ich bin so safe. Ich bin wirklich, wirklich unbreakable. Ja. Ist auch ein Song von Beyoncé, oder? I'm unbreakable. Nee. Auch von Stephanie Heinzmann. Stephanie Heinzmann, deswegen habe ich verwechselt. Beyoncé und Stephanie Heinzmann. 1-2-1. Nova und Nina, weiter. Ich probier's mal auf Französisch. Frère Jacques. Bruder Jakob? Nee, warte. Bruder Jakob. Das war ein Flashback, ey. Wieso? Ist das ein Weihnachtslied, Bruder Jakob, oder ist es ein... Kann man hören, wann man möchte. Mach mal zwischendurch in der Bahn. Hey, ich höre jetzt von Bruder Jakob. Hörst du nicht? Ja. Gewünscht von Hanna. Frère Jacques, ist das Teil des Songs oder gibt es eine französische Version? Frère Jacques, Frère Jacques, tu es mardu, pourquoi l'amour? Ich war letztens... Martin und Elif, hört mal mit zu, bevor ihr sauft. Ich war letztens in Paris. Ist ja schweineteuer, das Stückchen Land, ne? Also ich hab mir dann so Fastline-Tickets gekauft für den Eiffelturm. Soll ich dir mal was sagen, was ich bezahlt hab? Für zwei Leute? 135 Euro. Boah! Das sind 260 Mark. So, kurze Zeitinfo zu mir. Was? Hat es gelohnt? Hat ich schon ein Prachtstück, ja, dieser Eiffelturm. 3,8 im Eiffelturm, sagt man auch in Frankreich. Es war romantisch, natürlich. Ich habe Dennis von hinten so ein bisschen angeschmiegt. Der Wind durch meine Haare. Dennis ist ja sehr soft. Ja. Der ist geformt wie eine Vase. Ja. Kann man sich gut einschmiegen. 2-2-1, weiter. Sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus. Hier kommt die Maus. Nova, hast du Haustiere? Oder hast du Mäuse und weißt du nichts davon? Das kann auch sein. Weil ich habe Läuse und weiß nichts davon meistens. Also hast du Tiere? Hast du schon mal gehabt? Papageien oder so? Ja, unser Leben lang hatten wir immer Hunde. Ja. Und ich habe zwei Ragdolls. Genau. Was ist das denn? Backdoll? Ragdolls, das ist eine Katzenart. Ragdoll habe ich bei mir unterm Bett. Okay. Hol ich manchmal raus. Alles cool. Das sind Real Dolls unterm Bett. Ja. Doll. Was hast du denn jetzt da? Was denn? Nichts. Hä? 2-3-1, weiter geht's. Oh nein. Ey, drei Chinesen mit dem Kontrabass ist das, oder? Ja! Was gibt's da zu meckern, Nina? Ich weiß nicht, ich finde das nicht mehr cool. Das darf man das nicht mehr machen? Schlecht gealtert. Ja. So? Gewünscht von Schorsch. Der ist auch schlecht gealtert. Schorsch klingt schlecht gealtert. Schorsch? Oder? Schorsch. Ist Schorsch oder ist Schorsch ein Spitzname? Ist Schorsch ein Name? Schorsch. Schorsch ist so ein Onkel, der so richtig gerne grillt. Onkel Schorsch. Ja. Wer solche Lieder immer noch gerne hört, ist doch nichts dabei. Aber, meine Güte. Heißt wahrscheinlich George, weil nämlich der Hackel Schorsch wurde ja auch so genannt. Nämlich George Hackel.
Aha. War ja der alte Rodler, der viermal Olympia gewonnen hat für Deutschland. Der auch hier bei der WOC-WM immer mitgemacht hat. Auch. Der Hackelschorsch. Oh. Okay. Guck mal, Nina, als du bei uns in Köln in der Sendung warst, hast du was vergessen. Bin ich sehr traurig. Ich habe dir damals nämlich eine Kastanie geschenkt, die hast du nicht mitgenommen. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle noch mal unter Zeugen geben. Hier, du ich hast gehört, du hast auch was für mich. Ja, für euch beide. Oh Gott, was hast du? Ich zauber es kurz heraus. Ich muss sicher gehen, weil diese Dings, die mir die Ärztin gegeben hat, die hält nicht so richtig. Ich habe euch meine Beifallszähne mitgebracht. Oh! Sie sind noch ein bisschen blutig, aber ganz schwer. Zeig mal da, hier in die Kamera, da, die eins. Wow. Oh, da ist ja noch ein bisschen Fleisch dran. Ja. Kann man abknabbern. Aber dieses hier ist offen, das müsst ihr irgendwie regeln. Oh ja, Dennis, das aber wenn du man die in die Hand nimmt, sind die richtig schwer. Darf ich mir die denn um den Hals hängen? Ihr könnt alles damit machen, ihr könnt die auf Ebay verkaufen. Mach ich tierisch an. Oh. Okay, ich werde sie hinlegen und dann werden wir gleich drüber sprechen mit einer Aufnahme. Super. Nova, was hast du uns mitgebracht? Gib mir einen Zahn! Ja, deine Anwesenheit ist Geschenk genug. Ja, genau. Gib mir schönes. Schön. Ja, genau. Schön, alles klar. Bei dir, Schnappi, alles klar? Ja, perfekt, ey, mega, danke. Ey, bei dir auch alles fresh? Jo. Das geht ab heute. Nee, oh, 3, 3, 1, weiter geht's. Ein Licht am Meer. Falsch. Nee, nicht Laterne. 3, 2, 1. Scheiße, weiß nicht mehr. Ihr könnt auch einen Joker ziehen, vielleicht weiß es jemand. Kennt das jemand? Hörst du das jemand? Es geht mit meiner Laterne. Jo! Und damit steht es 3-4-1, denn du hast einen Matchball. Ich vermisse das total in der Schule, im Kindergarten, weil man es gemacht hat, die Laternen zu basteln. Das war total schön, mit den Folien, mit den Farben. Wer oder? Hindert dich? Gut, stimmt. Wer hindert dich? Zieh von Tür zu Tür. Ja. So schön. Drei. Hol ich direkt den Rundfunkbeitrag ab und Süßigkeiten. Parallel. 3-4-1, Nova, ein Punkt ist zu wenig. Ja, ist super schwierig. Ich habe meine Kindheit hier an der JVA verbracht. Weißt du, da haben wir nicht da gab es noch Musik. Da. Deswegen... Hey, kannst du die Hände ruhig da vorne nehmen? Hinterm Rücken kannst du kurz schwer anbauen. Ich glaube, ich weiß es eh nicht, deswegen. Oh, da, das ist eine falsche Einstellung. Power! Ich mache euch das jetzt noch mal, wie eben in der Probe. Und jetzt hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und jetzt nochmal hier. Und nochmal. So. Ach, scheiße, Mann. Weiter geht's. When the chick-chick here and the chick-chick there. Oh, nee, super. Ich dachte, das wäre Jingle Bells, aber das ist überhaupt nicht. Super stark. Das ist die Gans, wenn ich mir bestelle. Ja, perfekt. Old MacDonald has a farm. Ja! Old MacDonald has a Shirin. Hier, hier, ho. Gewünscht von Ricky, der alte Talkmaster, hat ihr kommentiert. Ich will außer Atem. Nicht sowas machen, weil dann bist du 18 Minuten außer Gefecht gesetzt. Ja, das Recht haben wir vorher besprochen, scheiße. Ja. 4-4-1, zwei Matchbälle und Nova, du kannst es doch schaffen! Du warst mein Zappenfüßes-Wallen, du bist wild! Ja, ich hab Wille. Vollgas! Ich geb alles. Ich geb weiter! Joker! Oh, ich bin so schwach. Das schaffst du, Nova, ja! Hey. So, wen wählst du aus? Die Dame da oben. Dann komm einmal nach vorne. Ein Traum, Rettung. So, komm mal in den Kreis und stell dich erstmal vor. Wer bist du? Achtung, Stufe. Da in den Kreis, genau. Genau, wer bist du? Hallo, ich bin die Laura. Laura, so, du weißt, du kennst den Song, oder was? Ja. Dann sag's mal. Das ist Veo Veo. Okay. Ja! Damit hast du deinen zweiten Punkt und es wird immer spannender, wie mein Schritt, wenn ich ganz viel gegessen habe. Ja, meine Bauchschürze steckt in der Hose. 4-4-2, weiter. Auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Ja! Und damit gewinnt Nina Schumann diese Runde!
der Siegersong kam von Wolle. Und ich sehe gerade unten 2 Punkte für Nova. Ey, das ist der Nova, Hammer. Du singst Strafkaraoke. Dennis darf gerne im Hintergrund mittanzen, wenn du Bock hast. Wenn ich Bock habe, ich weiß noch und nicht. Und du singst jetzt von den Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Einmal in die Mitte, liebe Nova. Ist das stark. Ich finde es auch besonders schön, die einzige Person heute hier zu sein, die keine Musikerin oder Musiker ist. Das ist doch mal spannend. Oh, ist das hell. Hallo, Freunde. Also, auf jeden Fall, da hat man Potenzial gesehen. Hast du das auch manchmal im Dschungel gesungen, als du alleine für dich warst? Nee, ich habe tatsächlich, für mich rausgefunden, dass ich den kompletten Liedtext von Alles Neu von Peter Fox kann. Und habe das dann auch mehrmals am Tag mir selber dann so vorgeworfen. Als Mantra quasi. Als Mantra, genau. Erzähl mal ganz kurz, bevor wir auf die Tabelle schauen, wie war es denn bei Seven vs. Wild? Also, du warst ja wirklich dann weg, warst auf einer Insel. Ja, korrekt, genau. Du warst für dich? Komplett für mich alleine. Aber ich habe gesehen, warst du in dem Meer, ist das ein Meer gewesen? Oder ist das ein... Was, ein Fluss? Oder ein Fluss? Wo bist du reingestürzt? In den Ozean? In den Ozean, ins Meer. Da waren ja Haileichen. Was wäre denn passiert, wenn dir jetzt ein Bein abgerissen worden wäre? Von dem Hai? Ja, oder von dem... Also wäre schon schlecht. Aber die Möglichkeit wäre ja da gewesen. Korrekt, korrekt. Also dann hätte man Code Red gedrückt sozusagen und dann hätte einem... Die man das Bein wieder angenäht. Jetzt Meinecke oberkörperfrei ins Wasser gesprungen und rausgezogen. Genau, und hätte dann das mit irgendwie so einer Palmliane wieder angenäht. Blut rausgesaugt, Gift rausgesaugt. Genau. So, apropos raussaugen, wir schauen mal auf die Tabelle. Da hat sich einiges getan. Schwierig, schwierig. Move, he's gonna move, big moves. Yeah, Nina ist ganz oben, Materia und Dennis. Dann kommt Elif und dann Nova. So, wieso schrei ich eigentlich so? Kommen wir jetzt da vorne in der nächsten Runde. Spielen Elif, Dennis und Nova. Also im Hintergrund schon mal ein bisschen bewegen. Elif, Dennis und Nova. Einmal zur Kasse 1. Einmal sich hinten hinstellen. Elif, Dennis und Nova. Und für die übernächste Kategorie suchen wir Songs, die wir rückwärts abspielen sollen. Also einmal komplett rückwärts. Ist verständlich, oder? Also zum Beispiel Shape of You. I'm in love with the shape of you. Wird dann Shape of You. Oder Rudi, das Rüsselschwein, statt ich bin Rudi. Die. So. Das sind so verschiedene Ideen, so ein bisschen kreatives Brainstorming im Chat. Schreibt da mal Songs rein. Man kann ja auch zum Beispiel den neuesten Song von Robbie Williams auch mal reinhauen. Oder Harry Styles. Harry Styles soll ein Toupet tragen, habe ich gehört. Habe ich auf TikTok gesehen. Er könnte uns folgen, @www.show. Seid ihr bereit hinter mir? Ja. Mag mich gar nicht umdrehen. Ja, wir haben Bock. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Pop-Diven. Pop-Diven ist, die Kategorie, der Titel ist natürlich klar. Madonna, habe ich ja schon gesagt. Whitney Houston, Elif, Nina Chuba, Martin. Shakira. Ihr seid alles Pop-Diven. Und auch Nova, wie ich dich gerade singen gehört habe. Pop-Diva. Ey, danke, Mann. Absolute Pop-Diva. Aber was ist denn jetzt ein Diva? Jemand, der... Ja, das Diva-eske. Ich bin eine Diva, ich bin eine La Diva. Der Mann betritt den Raum, er ist eine Diva. Also. Mariah Carey ist auch eine. Wer? Mariah Carey. Pirates We Slam von Mariah Carey. Hat aber den besten Albumnamen der Geschichte der Welt. Wer? Mariah Carey. Was denn für ein? Na, sie hatte ja Emancipation. Mhm. Und das zweite war dann die Einstein-Formel. E ist gleich MC hoch 2. Also
Das zweite Album war Emancipation, ist gleich Mariah Carey, zweites Album. Und ich war so, wow! Boom! Also ich dachte so, wow. Applaus für den Faktenchecker Martin hinten. Im Social-Bereich. Okay, Album. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. Dua Lipa mit... Drei. You got zwei. Me in the love, you got me in the love again. You got me in the love again. Nein. Dua Lipa, Love Again. Ja! Ich bin ein riesen Dua Lipa-Fan. Ja? Ja, schade. Warst du auf Tour mit dabei? Die ist ja um die Welt gereist. Leider nicht, hatte da keine Zeit. Oh. Ja, Arbeit. Arbeit geht immer vor. Geld Arbeit. Verdienen, Money. Ja, und Familie natürlich. Familie auch. Geht auch vor. Vor auch. Direkt hinter Geld kommt Familie. Gewünscht von Joy. Joy heißt der Glück auf Deutsch. 001, apropos Glück. Dennis, wie schätzt du deine Chancen ein beim Thema Pop-Diva? Wir beide haben ja auch Smash-Hits geleistet und abgeliefert. Wir echt, das ist, was wir machen. Ich würde mich gerne überraschen lassen, den nächsten Song hören. 001, weiter. It's like a dream. Oh nein! No end and no nee. Like a prayer. Von? Drei. Madonna? Ja! Kennt ihr den, gewünscht von Yannick, VGB? Direkt ein Aktenzeichen mitgeschickt. Wisst ihr, worum es in dem Song geht, Like a Prayer? Es geht um einen, halt Martin, Faktenchecker, muss sagen, ob stimmt oder nicht. Es geht um einen Blowjob. Down on my knees und er wird erzählt, wo er so vorangeht, will ich euch gar nicht spoilern. 101. Danke für die Information. Gerne. Weiter geht's. Just to get close to you, could burn something. And I'll run for miles just to get a taste. Must be weiß, wisst ihr es jemand? Jetzt wüssten die Leute. Rihanna, Love on the Brain. Ja. Ja! Gewünscht von Carsten, Love on the Brain, also Liebe auf dem Gehirn. Ja. Oder? Nova. Ja, das heißt, oben drauf gesetzt. Oben drauf, da oben ist, läuft ein Amor quasi auf dem Hirn rum. Ja. Okay, 111, weiter. Britney Spears, Toxic. Mann! Ja! Klassiker, das ist wirklich ein Klassiker. Ja. Das Musikvideo weiß ich noch, das war im Flugzeug. Ja, aber sie hat so viele Stellen im Musikvideo. Sie hat auch so, wo sie so die Häuserwand so hochklettert oder so. Aber das im Flugzeug merkt man sich eigentlich am meisten. Ja, das stimmt. Was war das denn gerade für ein kleines quietschendes Geräusch? Ah, okay. Du hast dich geärgert. Ah, nee, alles gut. Ja. 2-1-1. Ich gönn dir das, Elu. Toxic. Martin und Nina, ich will euch gar nicht stören, aber was ist denn für euch, was verbindet ihr mit dem Begriff Toxic? Es gibt ja toxische Beziehungen. Toxik als Gift kann man einsetzen, wenn man Jäger ist und jagt? Ja. Ja. Na klar. Einzig auch auf Kopfig, finde ich gut. Ja, perfekt. Ja. Nina, siehst du das genauso? Ja, perfekt. Ich verbinde damit so Britney Spears. 2-1-1, weiter. Ja, wenn es jemand weiß, könnt ihr gerne die Hand heben, vielleicht werdet ihr ausgewählt. Ich will Joker wählen. Zerreiß die Karte erstmal. Wer möchte? Erstmal natürlich zerrissen. Die Dame in dem Gestreiften, genau. Erstmal Applaus. Ich weiß es, jetzt. Bevor du es verrätst, wer bist du? Stell dich mal vor. Ich bin Lea, ich komme aus Leipzig. Was machst du beruflich? Ich bin Werkstudentin gerade noch. Aha, und hier wurde nicht in dem Hause oder in einem anderen Hause? Bei ProSieben oder RTL oder hier Werkstudent oder wo? Nee, bei uns in Leipzig halt. In einem kleinen Unternehmen, genau. Marketing mache ich da. Alles klar. So. Song? Taylor Swift, Bad Blood. Go! Unter von der Bühne, genau. 2-2-1. Gewünscht von Habba Habba. Ist das auch so ein Produkt von Haftbefehl? Ist ein Kaugummi vielleicht von Haftbefehl? Es gibt ja viele Menschen oder viele Künstler, die jetzt Produkte machen. Elif. Ich kenne nur Huba Buba.
Oh, ja. Es gibt doch wieder andere Kaugummis. Airwaves, Fruity Loops, Fruit Gums und Friglis und so. Eli, würdest du ein Produkt machen, sowas, wenn du was machen würdest, so etwas zum Essen oder zu trinken? Was würdest du machen? Einen Käse vielleicht. Lakritze. Ja, Lakritze finde ich gut, aber Käse, das keine Laktose irgendwie ja, hat. Ja, gibt's auch. Damit man irgendwie damit nicht man so, nicht so damit man nicht pupsen muss ja. irgendwie. Ich esse extra Käse, damit ich pupse. Okay, kommen wir nicht zusammen, brainstormen wir später. 2-2-1, weiter. When I'm away from you. Ah, ist schön. Happy Ever After von Billie Eilish. Ah, fuck, 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 fuck. Wenn es jemand weiß, Nina wüsste es. Vielleicht, wenn man Nina auswählen möchte. Jeder hat zwei. Hast du beide schon aufgebaut? Muss man dann zwei? Jeder hat zwei. Jeder hat zwei. Dann will ich. Achso, ihr noch nicht. Yeah. Wollt ihr vielleicht einen Joker ziehen oder wollt ihr ihn noch für euch behalten? Ach, Mann! Oh, Mann. Gewünscht von Anna L. Anna L. Billie Eilish. Was? Meine Schwester, Anna Lazzini heißt, also ich heiße das, meine Schwester muss das sein. Ja, die guckt, die guckt das immer. Ja, klar, die ist Stammfan. Ja. Durch sie kam die Collection zu dir. Grüße an meine Schwester, Grüße Anna. 2-2-1. Nina, hast du Geschwister? Ja. Wen, wer, was, wie, wo? Also ich hab zwei Brüder. Okay. Mm. Mit Anführungszeichen oder echte Brüder? Also den einen kenne ich nicht so gut. Ich habe ihn erst zweimal gesehen. Gerade eben Chill und Abdi wahrscheinlich, ne? Die ja. Aber waren die wirklich Grüße, da? Habe ich das geträumt? Die waren wirklich da. Okay, alles klar. 2-2-1. Nova, auch jetzt weiter. Ich peitsche dich an. Ja, ich gebe mir. Weiter. Ich gebe Gas. Alles um uns wird still, keine Menschen. Helene Fischer Achterbahn. Ja! Das lässt doch mein Schlagerherz höher schlagen. Gewünscht von Gönner 56. Der gönnt gerne. Helene, hätte ich ja gar nicht zugetraut, dass du Helene Fischer Songs kennst. Stell mal vor, du meldest dich irgendwo an und du so, ey, wie soll ich mich denn jetzt im Internet nennen? Gönner 56. Ja. Aber vielleicht ist er ja auch angemeldet, wo er irgendwie Socken einkauft und so. Dann ist er, dann würde ich jetzt als jemand, der meine Socken verkauft, würde ich Gönner 56 meine Socken verkaufen, weil er gönnt. Ah, okay. Hey, das ist ein richtiger Job. Man muss sehr viele Socken kaufen und anziehen. Würdest du das machen, wenn ich jetzt sagen würde, 100 Euro für deine linke Socke? Wieso macht ihr Mädels das nicht? Ich würde das machen. Warum überlege ich? Das ist die Frage. nee, ich würde das wirklich nicht machen. Nee? Nee. Ich würd, aber ich kann euch meine Schuhgröße verraten, wenn es euch ein bisschen... Ja, ich will ein Zahlschwein sein. Kauf dir alles, was du willst. Okay. Wenn ich gewinne, verrate ich euch. Okay, okay. 3-2-1. Weiter. Meine Güte. Dennis. Beyoncé. Halo. Mann! Ja! Gewünscht von Alexa Amazona. Es gibt auch Siri. Ah, okay. Siri Gugelina schreibt gleich einen schönen Song in den Chat. 4-2-1, Elif Matchball. Dennis und Nova, habt. Ey, Schnappi, lass mal jetzt richtig chillen und das ja, machen. Genau, also, geht mal Vollgas, ihr zwei, auch entspannt machen. Let's go. Ich hab Bock, richtig Bock nochmal zu sehen. Nina, was macht die Backe? Ja. Wenn du neues Eis brauchst, sag Bescheid. Wir lassen die laufen. Ja. Gut. Danke. Martin, alles gut bei dir? Passt auf, die Kleine? Top. Super, klar, alles klar. Weiter geht's. Miley Cyrus, Party in the USA. Party in the USA. Ja! Und damit gewinnt Dennis diese Runde! Mein Glückwunsch. Vielen Dank. Der Song wurde gewünscht von Schwattlappen. Schwattlappen. Dennis, wurde deine E-Mail-Adresse gehackt? 5-2-1. Und damit ist Nova leider wieder diejenige mit den wenigsten Punkten. Super, und ich glaube, den Menschen im Chat und auch im Publikum hier hat dein Gesang besonders gut gefallen. Ich glaub auch, deswegen ja. möchten die Menschen, dass du singst. Und du singst jetzt von Gloria Gaynor, I Will Survive. Hier ist Nova. Einmal nach vorne, Nova. Wir hängen dich. Ach, das ist ja ein Traum. Wir werden natürlich im Hintergrund Vollgas geben. I Will Survive passt natürlich. Da vorne ist der Mikro. Das ist super. Auf Freunde. Strafkaraoke.
Ich freue mich, dass ihr noch eine Zugabe wolltet. Also die gebe ich natürlich auch sehr gerne an der Stelle. Läuft durch. Ich habe deine Stimme jetzt gar nicht erkannt. Super. Ja, ich habe ein bisschen Nina Chuba inspiriert eine Chipmunks-Version draus gemacht. Ah, sauber. I will survive. Passt ja auch. Guck mal, Nina. So. Nina, ich trage deine Zähne als Einstecktuch. Schon gesehen? Ah, Vorsicht, dass sie nicht da reinfallen. Nee. Genau, weil das ganz Unglück. Weiß das Zähne, die irgendwo reinfallen. Kommen wir jetzt mal zur Live-Tabelle. Wir checken das mal ab. Was tut sich da? Was hat sich da getan? Nina ist immer noch oben, wow. Ist bewegt sie. Doch. Elif ist auf Platz 2, dann kommt Dennis, dann kommt Martin und dann kommt Nova. Und ich gehe schon nach vorne und schreie nicht so wie in der anderen Runde. Ich habe mich gebessert. In der nächsten Runde spielen Nina, Materia und Nova. Oh, wow. Nina, Martin und Nova, bitte sich hinter mir mal ein bisschen platzieren. Und ich schwafel einfach und sage euch, was euch in der übernächsten Kategorie erwartet. Und zwar Crazy Kollabos. Das können zum Beispiel sein Dieter Bohlen featuring Capital Bra. Total geil, das ist crazy, cool, ist voll crazy. Hab ich angesprochen, der Brate. Ja, was können wir machen? Ja, klar, machen wir zum Beispiel. Du. Das sind irgendwie komische Sachen. Oder Mark Medlock hat auch mal was mit dem Bull gemacht. Also der Bull macht gerne crazy Kollabos. Oder Knossi mit den Atzen. Haben auch eine komische Kombination. Also schreibt mal ein bisschen rein, crazy Kollabos, ein bisschen auf Englisch gemacht, gerade in. Also verrückte Kollaborationen. Okay. Daumen nach oben nicht vergessen. Und bewerbt euch zeitgleich gerne im Chat und werdet vielleicht irgendwann mal ein Star, so wie Nova. Und spielt hier mit. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Songs in Rückwärts. Songs in Rückwärts ist der Name des Programms. Songs werden vorwärts abgespielt. Eben nicht, rückwärts. Hä? Songs werden rückwärts abgespielt, ihr müsst es erkennen. Also, zum Beispiel Wildberry Lily. Also, es kann auch sich zum Besseren wandeln, wenn man es rückwärts abspielt. So. Hätte auch bei der Kinderliedkategorie sein können. Ja, stimmt. So, Nova, du bist immer noch... Mit Freundeskreis Anna? Wie ist das dann, wenn man das von hinten abspielt? Hä? Von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Ach so. Jetzt wirken langsam die Medikamente. Wir müssen Vollgas geben. Nova, und du musst jetzt mal abliefern hier. Ja, nicht nur gesanglich. Tut mir leid, ich habe Lampenfieber. Ich bin nicht so lange. Ach was, Lampenfieber, Corona gibt's alles nicht. So. Satire! Satire darf alles! Satire darf alles! Weiter geht's, los geht's. Das ist Thriller von Michael Jackson. Wow. Yeah. Ein absoluter Klassiker von Michael Jackson, gewünscht von B-Boy. B-Boy hat sich den Song gewünscht, ein absoluter Klassiker. Ist einfach verstanden worden, ne? Songs rückwärts. Ja. Toller Song. Weiter geht's. Peter Fox. Alles neu. Apropos alles neu, Nina, kommen da jetzt neue Zähne hin oder sind da Löcher?
Martin hat ja gesagt, das sind jetzt so komische Löcher, wo du mit der Zungenspitze reindrücken kannst. Ja, man liebt es auch ein bisschen. Eben war auch so ein kleines Stückchen so auf einmal da. Ja, ich weiß nicht, ich habe vorhin Erbsen gegessen. Es kann natürlich sein, dass sich das da ein bisschen verhangen hat. Ja. Aber ich passen da perfekt rein, deswegen soll man sie ja nicht essen. Deswegen soll man ja nur Suppen essen. Ja. Aber du bist gegen das System, Nina. Scheiß auf die Räte der Ärzte. So. 011. Weiter. Finch, Abfahrt. Abfahrt. Ja. Gewinn von Meckes 3. Shirin David. So. Abfahrt. Elif, fährst du gerne Auto? Nimmst du manchmal Abfahrten? Ja, ich hab jetzt letztens echt gedacht, ich habe meinen Führerschein verloren. Aber ich habe nur eine fette Geldstrafe bekommen und ich darf auf die Straßen, Leute, also passt auf. Ich bin noch dabei. Das heißt, du hast dich freigekauft quasi. Ja, also, ja. Wie im Wilden Westen. Gehen wir mit drei Nickel. Was hast du denn gemacht auf der Straße? Ich fahre wirklich sehr gerne sehr schnell. Ah. Ja gut, aber Vorsicht, nicht, dass du abhebst. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Ah. Okay. 0, 2, 1, weiter. Ist das I Will Survive von Gloria Gaynor? Nein. Ach Gott. Oh Mann, nein. Aua. Ach doch, ich hab nochmal. Weiß es jemand im Publikum vielleicht? Dann Hand hoch. Hier, Publikum. Joker. Ist dein zweiter Joker, Martin. Du hast also keinen mehr. Ich weiß den Song, aber ich weiß nicht, wer. Die junge Dame mit diesem komischen bunten Pömpel, bitte. So, einmal nach vorne dich mal vorstellen. Applaus hier schon mal für den Walk. Hallo. Wie heißt du? Hallo, ich bin Nasti. Ich bin 22 und Ex-Wildcarderin hier. Ja, hey. Und das war der Song Sweet Dreams by Eurythmics. Ja! Meine Revanche! Ich hab keine Karte mehr. Scheiße! Hey, ihr habt noch alle beide. Sweet dreams are made of this. Habt ihr manchmal schön sweete Dreams? Was war euer letzter sweeter Dream? Oh, ich hab neulich so einen krassen Traum gehabt. Erzähl mal. Dass du mich triffst? Ich hab geträumt, ich komme eigentlich aus Wedel, das ist bei Hamburg. Und ich hab geträumt, es ist eine Flut. Und mein Papa und ich haben so gesagt, ey, wir müssen in die Flut springen, und damit die nicht kommt. Weil bei einem Tsunami muss man ja auch ins Meer rein. Man muss dann, es ja, genau. Und dann waren wir im Meer und dann sind wir, dann haben wir kurz im Harz, haben wir kurz eine kleine Pause gemacht. Aber es war irgendwie entspannt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mein Handy vergessen, wir müssen wieder zurück. Dann mussten wir zurück. Und da war, aber wir mussten durch so ein Dorf von Scientology. Und ich musste mich so verstecken und so. Und dann wollte ich gerade so aus dem Dorf raus und dann hält Sille, meine Bookerin, hält mir so die Tür zu. Und ich so, Sille, was machst du? Ich muss hier raus und so. Und dann hat sie mich wieder rausgelassen und dann war ich in Wedel und ich habe mein Handy wiedergefunden. Oh. Ich liebe so, ja. Wow. Ja, Mann. Eine wahre Künstlerin. Hammer. Das ist der neue Fitzek, was ihr gesagt habt. Buchrücken. Guter Traum. Ja. Du träumst besser, als Til Schweiger Filme macht. Das ist wirklich 0-3-1. Trotzdem, schöne Träume, schlechte Punkte hier. Weiter. Das ist doch was für dich, oder? Wenn es jemand wüsst, weiß, sehr gerne Hand hoch. Oh ja. Ist das Laila von DJ Robin? Ist das DJ Robin? Ah, ich glaube, da fehlt was. Können Sie in die richtige Richtung gehen? Es wird schwach bis komplett. DJ Robin und Schürze! Laila heißt Laila! Gewünscht von Runge 0902. Oder Ranch. Ranch 031. Weiter. White Very Lily von Nina Schuber. Yeah. Yeah.
Wir wünschen von Steffi R.C. Steffi R.C. Wer hat denn so einen Namen? Aber egal, Nina, du hast den ersten Punkt gemacht. Martin hat 3, Nova einen Punkt. Ich will, wer von euch hat noch Joker? Ich habe noch 2. Du hast noch 2, Martin hat gar keinen mehr. Nova, ich habe noch einen. Einen. Eli, wie viel Joker hast du noch? Für noch die einen habe ich. Dennis? Uno. Uno. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, cinco, seis. Weiter geht's. Ist das Robbie Williams mit Angels? Robbie Williams ist ein Jungbrunnen, glaube ich. Ja. Habt ihr ihn bei Wetten, das gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Ja. Habt ihr Wetten, das geguckt? Ja. Kettenhass haben wir gegründet. Kettenhass. Das ist eine Sendung mit. Die machen wir beide nicht verraten, das Konzept, dann klauen wir das. Genau. Und da kommen Leute mit Ketten. Und dann finden wir die richtig scheiße. Kettenhass heißt die Sendung. Ach so, das ist ein gutes Konzept, würde ich Funk mal anbieten. Ja. Die nehmen das mit Kusshand. 1, 3, 1, Robbie Williams, wie gesagt, war bei Wetten, das. Elif, hast geguckt, Wetten, das mit Tommy? Mit Tommy Gottschalk? Nee, das, das habe ich nie wirklich geguckt. Krass, ne? Nina war am selben Zahnarzt wie Tommy Gottschalk wahrscheinlich. Aber dafür habe ich ganz viel MTV geguckt. Da war und Tommy natürlich weniger Sendung ganz viel. Ja, hey. Ja, sicher. 1, 3, Benny in Ruhe. Ja, ey, hat mich nicht. Ich produziere Seifenblasen. 1, 3, 2, weiter. Ist das von Bowser Casanova? Wenn sie mal weiß, gern Hand hoch. Nina, ich mach einen Joker. Joker, warte, ich zerreiß den Joker für dich. Ich mach das. Oh, ey, nicht, dass du dir irgendwas. Ah! So, einmal Joker. So, wir machen es von da vorne aus. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ich bin Sebastian, Ausbilder bei Hans Rundfunk. Ja, sehr gut. Es ist Bowser, was du Liebe nennst. Was Bowser, was du Liebe nennst? Ich liebe dich! Sehr, sehr gut. Dankeschön. Gerne. Gewünscht von Lückenbüßer. 2, 3, 2. Wo kommt denn das Küchentuch her? Hast du das von Nova? Ach nee, die ist ja nicht in der Küche. Ey, super Gag. Mega. Darf ich mal eben schauen? Wieso? Okay, das wäre meins. Ich dachte, hä, wo kommt das her? Ich hab dasselbe. Oder das gleiche? Jeder Mensch hat dieses Küchentuch. Ja, ne? Ja. Habt ihr schon mal ein Küchentuch gewaschen? Ja. Ja, klar. Hä? Hey, oh. Alles schon gemacht mit dem Küchentuch. Verhütungsmittel. Ich habe noch nie ein Küchentuch gewaschen. Oh. Hä? Wie? Aber der Benni wäscht doch selten, er hängt aus. Ja, hä? Man muss ihm alles waschen. Man kann aushängen, deswegen habe ich ja 2 Balkone. 2, 3, 2. Weiter. Ihr Publikum, weiß es jemand? Das sind ganz viele. Nova, ich nehme auf jeden Fall einen Buzzer, weil ich weiß. Du ziehst einen Joker, okay. Ich krieg das hier nicht raus. Ja, ich weiß den Titel, aber ich weiß nicht. Hast du denn noch einen? Aber ist das ein? Ja, aber ich weiß nicht. Ja, sie ist, ich habe hier immer nur einer. Okay. Aber den habe ich durchgerissen. Du hast deinen zweiten, Nova. Und jetzt, also wen willst du aus dem Publikum? Wer möchte? Hier vorne, ein junger Mann. Ich nehme dich da. Oder will ihr den dazu winken? Ja. Komm bei. So, erstmal riesen Applaus. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin Maurice. Maurice, grüß dich. Aus Frankfurt, Nähe Frankfurt. Sehr gut. Hier vom Hessischen Rundfunk. Ja, klar. Und das ist ein Blue von Eifel 65. Oh, stark. Ja! Das ist falsch. Das ist falsch. Du hast Iron Blue ist falsch. Und der Songtitel heißt Blue. Der Song ist raus. Der Song ist raus. Scheiße. Darf nicht mehr gespielt werden. Trotzdem Riesenapplaus für unseren jungen Mann da vorne, der es getraut hat. I Am Blue ist falsch. Gewünscht wurde der Song von Thea. Wir machen einfach weiter, als wenn nichts passiert wäre. Faithless, I can't get no sleep. Nein! Das ist Faithless Insomnia. Ja!
einzige Text im ganzen Song ist I can't get no sleep. Du. Gewünscht von Kew Kevel. So ein schönes Lied. Kewel. Von Caroline Kebekusse. Ja. Faceless ist die Band. Ist das so ein Raver-Song, ne, Martin? Unter der, schön unter der Brücke, bisschen Raven. Meine Zeit früher. Bisschen Ecstasy und dann geht's ab. früher meine ich. Damals im Film. Das ist mein Plan heute. Zwei, drei. Es gibt auch viele andere tolle Drogen. Unter anderem Zigaretten, Vapen, Heroin. Zigaretten. So. Zwei, drei. Weiter. Das ist In The Club 50 Cent. Schauen wir uns an. Ja. Zwei, drei, vier und damit, Hannover, hast du einen Matchball. Oh, das wäre so schön. Das wäre also, unglaublich, wenn du heute mal nicht singen müsstest. Nee. 4-E-4. Hammer, ich hatte den Song gewünscht. Es steht 2-3-4. Vielleicht Mitte. Der letzte Song. Los geht's. Mama Mia, aber? Nina. Ach so, wieso ist meiner rot immer die ganze Zeit? Das ist immer so Ach gewesen. Ach so, es gibt verschiedene Farben. Ja. Alle Farben. Okay. Ach Mann. Das war ein Test. Dancing Queen von ABBA. Ja! Wow. Danke. Hör auf. Gewünscht von hinten, Melly. Von vorne, A, B, B, A. Ja, Melly. 3-3-4. Also, es wird immer spannender. Weiter geht's. Sido, Liebe? Nein. Da bin ich ein Featuring, ne? Wenn jemand weiß, Hand hoch, ich werde Sido euch aus. Vielleicht ist das Sido für dich? Gibt's den Song? Nein. Okay. Nina, du könntest noch. Hast du noch einen Joker? Ja. Ich nehme Joker. Okay, zeig mal, wo ist deine Joker-Karte? Hier. Dann bitte zerreißen. Da hinten, in dem roten. Ja. Aber bitte mach nicht den. Hast du 4 schon? Nee. 3. Super. So, komm nach vorne, stell dich vor. Wer bist du? Ich heiße Lasse. Lasse. Ich komme aus Oftersheim. Wo ist das denn? Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt, so. Bei Mannheim. Bei Mannheim, die Haar, die Haar. Ich bin der Typ. Guck mal den Pulli an hier. So, genau. Und das war Sido mit 1000 Tattoos. Ja. Das stimmt, Pulli, Lasse, riecht das los. Nicht stolpern, 1000 Tattoos. Damit haben wir 2 Matchbälle. Einmal 4 für Nina, einmal 3 für Martin und 4 für Nova. Gewünscht wurde euch der Song von Ja Moin. Ja Moin hat sich den Song gewünscht. Toller Name. Weiter geht's. Das ist von den Flippers und das ist Wir sagen Dankeschön. Ja! Sie. Nicht singen! Ja! Ja. Karaoke singen oder was? Oh, jetzt nee. Gibt's für dich, Martin, Karaoke. Ach, nicht dein Ernst. Und du singst von Nina Chuba. In the Club. Nina Chuba, Wildberry Lily. Yeah. Da vorne kriegst du dein Mikro. So. Aber schön. Nina, du darfst gerne mitwippen. Okay. Yeah. Strafkaraoke. Was ist das so hell? Was geht ab? Mein Name ist Nina Chuba. Will zum Mars, Spaceship, wir fahren noch am besten, immer das Beste. Auf der Welt keiner bezahlt, will nicht alt werden, Zeit bleibt für mich stehen. Ich will nicht warten, ja, wenn ich aufwache, Gesichter sehen. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten, ich häng ab mit meinem Kumpel Martin. Ich will Lila, dass ich da bin, ich will Nina auf Plakaten.
will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen auf der Straße. Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Ich bin ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und ein Whiteberry Lele. Ich hab's ein bisschen rapmäßig gemacht. Sauber machen. Geht der Mikro gern vorne ab. Das war ja wirklich, das war ja schon Kleinkunst. Es war herrlich. So, Nina, kurzes Feedback an Martin. Großkotzige Kleinkunst. Das war, ich wollte gerade sagen, das muss man erst mal beherrschen. Nina, dein Feedback. 10 von 10. Hat mir richtig gut gefallen. Wärst du Martin auch ein Hit geworden? Nee. Wir schauen mal in die Tabelle. Wie sieht's aus? Oh, da gibt's Bewegungen. Oh, Martin rückt auf die 3. Nova 4, Dennis 5. Oh, 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 oh. In der nächsten, komisch, ne? Oh, oh, wer sagt sowas? In der nächsten Runde spielen Dennis, Materia und Elif. Die können sich hinter mir schon mal platzieren. Dennis, Martin und Elif. Für die übernächste Kategorie, das ist das große Finale, suchen wir eure Lieblingssongs, also wirklich eure Superdinger, die ihr gerne hört. Was gibt's da? Also ruft mir was zu. Was hört ihr gerne? Ja, Rudi Trüsselschwein natürlich, ganz klar, super Song. Was? Unten kommt die Gurke rein. Unten kommt die Gurke rein von Eke Hüfgold und den, wie heißt die Supernasen? Fackknete. Sackknete. Fackknete. Gibt's bei Eis im Eis.de-Kalender. Gibt auch viele andere tolle Anbieter. Ja, eure Lieblingslieder einfach rein in den Chat. Und nicht vergessen, bewerbt euch hier in dem Chat. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Crazy Collabos. Wir suchen jetzt Songs von mindestens 2 verschiedenen Künstlern. Oh, deswegen auch. Aber zählt die Kelle-Familie zählt als 1. Ja, würde ich sagen. Das ist Crazy Collabos, verrückte Kollaborationen. So wie die Ampel. Satire, politisch. Ja, super. Die Anstalt, Hammer. Keiner lacht, keiner weiß es. Okay, seid ihr also bereit? Leute, die Elif, aus so verschiedenen bereit. Genres sind oder was? Es sind verschiedene Genres. Wie gesagt, eben kann auch der Bullen mit Capital Bra sein oder die Flippers mit den Atzen. Man weiß es nicht. Der Bullen hat einen mit Capital Bra? Leider ja. Ja, natürlich, klar. Ja, Hammer, mich. Cherry Lady. Nina, du hast eben wieder deine Kastanie vergessen. Das kommt er ja gleich. Sauer. Ich nehme sie doch später wieder zurück. Alles klar, okay. Die kannst du dir an die Stelle der Zähne schieben, Kastanie. Ihr okay. Meine Glücksfähne, ich bin der größte Fan. Okay, ja. Seid ihr bereit? Ihr müsst Punkte sammeln, allesamt. Oh mein Gott, ich bin letzter aktuell. Ja, oh, Ajole. Okay. Los geht's. Alter, come on, Alter. Da sind zu viele Leute dabei. No, so Schokolata. Zu viele. Keine Ahnung. Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia, Pink, Lady Mavet. Ja. Gewünscht von Stargirl. Martin, hast du eine Sex-Playlist? Ja. Nee, früher ist das Kuschelrock. Kuschelrock ist auch schön. Ich habe eine Sex-Playlist. Ich habe eine. Wirklich? Ja, klar. Das ist ist da ein Song von den beiden drauf? Bestimmt, Elif. Du bist auch, tauchst auch in dieser Playlist auf. Auf dem Highway, der Song? Ja, das, so das große Grande Finale. Nova, hast du eine Sex-Playlist? Und da kommt immer mein Teil von Rammstein, oder? Würde natürlich passen, ich bin großer Rammstein-Fan, aber. Nee. Hast du sowas? Ich finde Sex eklig, habe ich auch nicht. Ja, Kann man sich auch Krankheiten holen? Genau. Oder Nina? Weiter geht's! Nur mit Kindern. Finch, Materia und Steffi von Silbermond mit Wendekind. Ja! Geil, Punkt. Ihr wünscht von Justin Scheue. Was ist denn ein Wendekind? Ein Kind? Was? Nein, was in den Wänden eingesperrt sich fühlt, okay. Und nicht rauskommt. Okay. Ach so, ich habe gedacht, du meinst irgendwas mit der Wende vielleicht.
Nee. Ja. Das Wendekind. Natürlich. Kids aus dem Osten, Wendekinder. Geht um Menschen, die eingemauert werden. Die Mauer muss weg. Nee, es sind also Kids aus dem Osten oder Leute aus dem Osten. Ich bin ja zum Beispiel auch in der ehemaligen DDR groß geworden. Ja. Und bin dann, mit 7 ist dann die Mauer gefallen. Wünschst du die stand DDR in Berlin, manchmal, stand mal eine Mauer. Wünschst du die DDR manchmal zurück? Oder immer. Ist es, nee, ne? Immer? Immer? Nein, natürlich, manchmal nur. Manchmal, natürlich, wenn man seine Ruhe haben will von den scheiß Wessis, ist ja klar. Also Trabis und so, das vermisse ich schon. Wir haben auf unseren Trabi, wir hatten Trabant. Und der wurde ja in Zwickau hergestellt. Damals in der DDR, und wir haben auf unseren 9 Jahre gewartet. Wieso eigentlich? Waren die ja, weil so es so schwer war, die waren ja aus Pappe gemacht. Ah, auch verstehe. Pappe ist was Schwieriges, ja, das kriegt man nicht so leicht zu besorgen, ja. Wie Metall oder so. Ja, auch Raketen sind aus Pappe. Auch Raketen die sind ja aus Pappe. Alles Pappe. Genau, ja. Tesla ist aus Pappe. Ja. Benni, du bist ein Stöpselkind. Wissen nur, den Begriff kennen nur Leute, die baden, die gemeinsam baden. Jeder. Okay. Ja. Mussten. 0-1-0. Ja. Habt ihr noch so miese Sachen? Tupac. Elton John, Ghetto Gospel. Ihr wünscht von Venture oder Venture, wie Ace Ventura, bloß mit E am Ende. Bester Film der Welt. So. Findest du? Kennst du diesen Film Ace Ventura? Teil 2 ist noch besser. Wo der Ace Ventura klein ist, gibt's auch noch einen. Da gibt's ein Kind-Version von Ace Ventura. Hast du geträumt wahrscheinlich oder so. Da gibt's sowas. Jim Carrey, einfach bester Schauspieler. Total. 0-2. Neben Heinz Hönig natürlich. Ah. Till Schweiger noch. Dennis aus Hürth, deutscher Jim Carrey. Also Till Schweiger, Manta Manta, besser geht's. 0-2-0, weiter. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der Schmerz. Katja, Luna und Elif mit Highway. Ja. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der Schmerz. Highway, gewünscht von Mike Klitoris. Mike. Mike, er ist was? Wirklich Litoris. Ne? Mike Litoris. Ja. So was, dass man ganz schnell sagt und dann bei der Bestellung und dann ist das. Kennen Sie jemanden, der dünnscheißt? Der dünnscheißt. So, 0-2-1, Mike Litoris, da spreche ich euch jetzt nicht mal zu, nicht zu an. Ich mache einfach weiter. Wirklich? Ich bin Dennis. Ariana Grande, Nicki Minaj und Jessie J. mit Bang Bang. Der einzig wahre Frauentausch-Soundtrack. Ey, die Runde ist echt nicht einfach. Nee, so drei Interpreten. Ich habe gedacht, okay, vielleicht mal zwei oder so. Aber da zeigen sie Experten. Guck mal hier. Ja, hier werden Songs gespielt von ihren eigenen Alben hier. Das kann ich ja nicht gegenreißen. Hier steht Ariana Grande. Die Glücksszene geben kein, bringt kein Glück. Ich muss sie vielleicht einsetzen. Die Kastanie bringt aber Glück. Ich bin Nina. Ich hatte schon Schlimmeres im Mund. Okay, weiter. Ich bin Rudi, Rudi. Ja, gut. So, jetzt aber mal. Nico Santos, dicht und doof. Rudi ist Rüsselschwein. Was? Das hat niemand gemacht. Ist doch nicht euer Ernst. Woher kennt man denn sowas? Das ist unser Lied. Wir sind dicht und doof. Ach so. Verrat es doch nicht. Ich denke, ihr uns hier, ihr kennt jemanden eure eigenen Alben. Warte, ist ein bisschen still, ne? Jetzt bin ich still. Mehr Songs habe ich ja gar nicht. Aber du hast die Zähne aus dem Sakko und schon machst du einen Punkt. Das ist Voodoo, das ist Hexenzauber, Hexe. Aus einer Kastanie und den Zähnen. Einen Zaubertrunk. Hätte das mal mitgenommen bei Seven Brothers Wild Nova. Ey, das Backen Zähne gewesen. Und eine Kastanie. Mehr ist in Wild Food auch nicht drin. 1-2-2. Weiter. Wie wir gucken, wie wir. Come on. Das hätte ich auch nicht gewusst. Antwort. Beginner mit Jesus Gentleman. Arnma. Ja. Deutscher Bob Marley, Gentleman. Auf jeden Fall. Gewünscht von Sherrys Kotzen. Also ist kein Spaß. Ich war auf Jamaika und jeder kennt Gentleman. Ist das so? Er ist der krasseste Star. Wird überall gespielt. Er ist ja sehr früh schon hingegangen, hat sich mega mit der ganzen Kultur auseinandergesetzt und ist ein richtiger Hero da. Krass. 1-3-2.
Hallo? Nee, krass. Bisschen Respekt auch zur Reggae-Kultur. Krass, ich mag die Reggae-Kultur. Ja. Gras hast du gerade? Gras? Ich greif. Eins, drei, zwei. Dennis, du kannst es schaffen. Ja, ich mach jetzt noch hier einen Punkt. Weiter. Vielleicht ist... Ich möchte Joker einsetzen. Wer weiß, das Zoom, wie ihr selber nicht gehört. Oh mein Gott. Was ist das denn? Hast du denn den Sinn? Ich weiß das selber. Also auf jeden Fall ist Alligator und Santiano mit Piratenahoi, keine Ahnung. Scheiße! Falsch. Das ist der moderne Style, wie man nach den Sternen greift. Ich sitze in einem Starbucks in Phuket. Ich finde keine Rast, keine Ruhe. Das neue Land ist alt am nächsten Tag. Und ich such den nächsten weißen Fleck. Mann, du hast ja selber versaut. Ich hab noch gedrückt. Ja, aber leider ein bisschen spät. Gewinn von The Dumm Sei. Keine Ahnung, was das heißt. Ist das irgendwas Sexuelles? Keine Ahnung. Santiano, das sind die echte Piraten. Nina, warst du schon mal auf Deck bei echten Piraten? Santiano liebt Santiano. Nina, ja? Santiano liebt auch. Das aber auch. Nina liebt die. Ich du liebst die. Du liebst Santiano? Nein. Oder die dich? Mag sein. Mark Twain. Aber nein, ich war früher, habe ich bei einer Serie mitgespielt und da war ich in einer Folge, Kakerlakenbombe heißt die Folge. Als Pirat verkleidet. Genau. Und dann, ich habe mich so mal geguckt, wie ich in Santiano und der Band aussehen würde und es würde passen. Würde passen? Ja. Und vielleicht, wenn es jetzt dein einziger Hit bleibt, dann vielleicht geht's einfach zu Santiano. Ja. Würde ich aber nicht empfehlen. Soll ziemlich rowdy sein. Aber natürlich eine tolle Band, Santiano. Das sind echte Piraten und die schenken uns sogar Musik. Ich finde es einfach total geil, dass man einfach so ein Kinderhobby, man geht ja so irgendwie mit 5 so zum Karneval und dann, dass man einfach immer drauf hängen bleibt, bis man 80 ist. Und das wirklich funktioniert. Das finde ich das Faszinierende, dass man dann auch in so einem Backstage sitzt und der Papagei auf der Schulter. Und ich glaube, sowas geht echt nur in Deutschland. Dass irgendwelche mit 50er auf dem Piratenschiff sitzen und dann, wir sind wie zu Hause. Und alle finden aber geil. Super geiler Merch verkauft und Piraten einfach das abfeiern. Ich kenne das aus Berlin gar nicht. Also Karneval. Leute mit Papagei auf der Schulter gibt es doch in Berlin. Aber Karneval immer nicht. Piratenpartei hat die meisten Punkte in Berlin immer. Ja, genau. Ist so, fuck. Geil. Ja, 1, 3, 2, weiter. Es ist vorbei. Drop It Like It's Hard. Snoop Doggy Dogg. Justin Timberlake? Nee. Falsch. Wenn es jemand weiß, Dennis, hast du noch einen Song? Dann hast du nicht mehr, ne? Mann. The pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Snoop Dogg, Pharrell Williams. Drop it like it's hot. Mann, wie dumm. Gewünscht von Tanzmaus. Ganz Applaus für Tanzmaus. Ganz kurz. Also, ich wusste das natürlich. Ich wusste das natürlich, weil das ist ja ein Neptunes Beat und ganz klar. Aber ich habe es extra nicht gesagt, weil es heißt doch Crazy Combos. Und da ist ja kein Unterschied zwischen Pharrell und Snoop. Das passt da überhaupt nicht rein. Das werden wir später verarbeiten in der Brainstorm-Runde. So. Das ist super crazy. Das ist voll crazy. Ja, zwei Alben von Snoop produziert. Nein, ist eine Lüge. 1, 3, 2, weiter. Das kann man wissen. Joker! Anne, warte, ich versuch's ganz kurz alleine. Dann jetzt. Camila Cabello und Shawn Mendes. Shawn Mendes. Senorita, I love it when you call me Senorita. Was ist deine letzte Meinung? Senorita. Wow. Ja. Mendes. Menderes und Camila Cabello. Menderes hat einen Benderes. Menderes hat einen Song mit Shawn Mendes gemacht. Ja. Yeah. Joanna hat sich den Song gewünscht. Joanna. Geboren um Liebe zu geben. Du.
verboten. Träume leben. Du Drecksau. Du hast also am Traumschiff gelernt, ne? Ja. 1-3-3. Ein Punkt, Dennis, ist schwach. Ich bin außer mir. Du bist ja nur am Lamentieren und hast dieses komische Gummiding in deiner Hand. Ich rutsche ja aus auf dem Ding die ganze Zeit. Hier, nehmt eure scheiß Requisite, ihr macht alles allein. So. Das kommt nicht gut an! Ich bin die Stimme der Vernunft. Das kommt nicht gut an. Okay, weiter, weiter. Mick Jagger und David Bowie, Dancing in the Streets. Ja! Ja! Gewünscht von Hagen. Hagen, ein Name, der heißt wie ein Stadtteil und wie ein Vorname. Hagen. Oder gibt es Leute, die Köln heißen? Ich denke nicht. Gibt es Leute, die Hagen heißen hier im Publikum? Die würden von mir 100 Euro bekommen. Boah! Alle heißen Hagen. Ich heiße so. Hagen. Ich weiß nur, wie ich deine Schuhgröße. So. 2-3-3. Weiter. The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay. Ja! Stay, stay, stay! 3-3-3, das ist eine allerlei, denn jeder hat drei Punkte, es ist noch alles offen. Und der Song wurde sich gewünscht von Mimi. Viele Grüße. Schreibt gerne weiter Songs in den Chat. Weiter. Ja, wir bleiben, bis wir sterben, ja, ja. Wir glänzen so wie Sterne, ja. Und der Richter schreit, ich war der Täter. So, fuck, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Ja, genau. Joker, weiß es jemand? Kann mir jemand helfen? Joker, ja, dann gibt's jemanden. Bitte, nur wenn du es weißt. Warte, wer weiß es wirklich? Du weißt es wirklich. Okay, okay. Ich vertraue dir. Da vorne, du weißt meine Pullover. Elif, Joker zerreißen. Zack. So, wer bist du? Ich bin der Noah aus Grüß Frankfurt. Dich. Grüß dich. So, hau mal raus. Was glaubst du? Das ist Capital Bra und UFO mit Neymar. Welcher UFO? 361. Mickey hat sich diesen Song gewünscht. Mickey. Ich wollte Messi sagen erst. Mickey, Messi, ist immer das Gleiche. Wer ist besser, Martin? Messi oder Neymar? Messi. Messi? Na klar. Danke, Bruder. Messi heute zu uns nach Frankfurt geflogen, er ist in der ersten Reihe. Messi wurde viermal Weltfußballer, Neymar nicht einmal. Ja, da muss ich mal einen Kopf machen. Wieso nicht, Neymar? What has happened? 3-3-4. Bei mir ist es ja auch immer, bei mir immer so, heißt du Dennis? Dann sag ich immer, nee, Ma. Ah. So ein Ding bei mir. Das ist stark. Das ist stark. Matchball für Elif, du hast 4 Punkte. Einer noch und du gewinnst diese Runde. Weiter geht's. BTS Coldplay My Universe. Ja! Ziemlich hoher Pop-Anteil hier bei euch in der Sendung. Ja, klar. Ist vorher war eine Rap-Song. Zwei Rap-Songs auf 15 Lieder. War ja auch eben von der Williams. Snoop Dogg, Snap Dogg. Gewünscht. Gewünscht. Die Jugend. Die Jugend. Hau mal ab mit Materia. 4-3-4. Zwei Matchbälle. Martin, du kannst nachziehen. Los geht's. Fuzzy und Linkin Park, Numb and Core. Ich fang immer so gut an, dann bin ich immer so schlecht. Martin, du singst jetzt Straf-Karaoke. Und ich würde von dir gerne Folgendes hören. Und zwar Marmor, Stein und Eisen bricht. Straf-Karaoke. Geht mehr los. Aber hier kommt nur die Hook. Nicht, wenn der Regen fällt, dam, dam, wandern. Es gibt einen, der zu dir hält, wandern. Ich esse ne Wandern.
Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Einmal nicht bei dir sein, dam, dam, wann dann? Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Podeste. Wow! Dankeschön. Das war ja unglaublich toll. Ich liebe es. So, ist einiges passiert. Wir checken mal die Live-Tabelle ab. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Was haben wir denn da? Da, Nina, Chuba auf dem ersten Platz. Elif und dann Martin. Und Dennis und Nova sind die beiden Letzten. So. Wir haben ein Stechen. Wir haben ein Stechen. Und das geht wie folgt. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich schaue mal, wir haben ganz kurz die Live-Tabelle. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss nämlich mal eben checken, wie wir das jetzt lösen. Einmal ganz kurz die Live-Tabelle. Stechen zwischen Martin und Dennis. Wir machen das folgendermaßen. Elif, geh mal bitte kurz auf die Couch. So. Boxkampf. Ihr hört jetzt einen Song. Und wenn ihr wisst, wie der Song heißt... Erklärst du gerade die Regel nach einer Stunde? Dann buzzert ihr. Wer zuallererst diesen Song, den nächsten Song errät, der okay. zieht der ins Finale ein. Ins Finale? Mhm. Ja, dann habt man dann mehr Punkte und dann genau. Also, seid ihr bereit? Hinter ich die Buzzer. Bin nicht bereit fürs Finale. Hinter die Buzzer. Ich brauche einen Moment. Also, wie gesagt, der nächste Song entscheidet... Einfach nur ein Song. Ein Song, genau. Okay. Ein Lied. Ein musikalisches Stück. Los geht's. Jawohl. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel. Nein! Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. James Blunt, Beautiful? You're beautiful! Nein, falsch! 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 Der Song ist raus. Der ist raus? Hast du was? Oh. Was der hieß, glaube ich, You're Beautiful. Genau. Ja, wollte ich sagen. Ah, ja, genau. Okay. Weiterhin alles offen. James Blake kommt hier heute nicht. Los geht's. Rihanna, SOS. Ja. Ja! Und damit zieht Dennis ins Finale ein! Riesenapplaus doch mal für Martin! Ich bin jetzt Loser, ich bin jetzt Letzter, oder was? Nein, nein. Nee, Letzter bin ich nicht. Mann. Jetzt können wir noch mal ganz kurz die Tabelle checken, damit wir sehen, wer jetzt im Finale ist. Ich glaube, ich weiß es sogar schon. Und zwar ist das Nina, Elif und Dennis. Die drei ziehen ins Finale. Martin zurück auf die Couch. Riesenapplaus für Nova und Martin. Die bleiben natürlich weiterhin hier im Set stehen. Und ihr habt uns ja vorhin schon eure Lieblingslieder, eure Lieblingssongs in den Chat geschrieben. Macht das bitte weiterhin. Eure absoluten Lieblingsbanger, haut sie uns rein. Was ist das? Das würde ich sagen, dass du in der Mitte stehst und die Mädels links und rechts außen. Dennis, geh in die Mitte. Elif, du kannst gerne nach außen gehen. Dann steckt sich Dennis in die Mitte. Super. Was macht die Backe, Nina? So Rock oder so. Es pocht, ist gut am Pochen. Es tut Pochen. Es pocht. So, jetzt geht das große Finale jetzt. Es geht wieder darum, wer zuerst 5 Punkte hat, darf die große goldene Ananas berühren und sogar mit nach Hause nehmen, falls vorhanden. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's.
Finale. Kommen wir zum ersten Finalsong. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Doch heute habe ich... KZ, Affe und ein Pferd. Ja. Affen und ein Pferd. Ja, ist okay. Ja, okay. Ein Pferd und ein Affe. Ein Pferd, ein Affe und ein Pferd. Wer will was machen? Ein Affe und ein Pferd vom Fabi gewünscht worden. 001, ihr lebt dein allererster Punkt im großen Finale. Was, hast du eine Krone auf? Was soll es denn sonst sein? Neue Frisur oder so. Weiter geht's. When you say you've had enough, then you might just give it up. Oh, I will never let you down. When you feel alone, sing das. Love, sing I'll be what you're dreaming of. Carrie Hilson, I will never let you down. Nein. Keine Ahnung, Kelly Clarkson, I will never let you down. Nein. Boah, die Stimme kommt so bekannt vor, kein Plan. Da war das nochmal, ne? Aber ich glaube, da wird mir eh nicht mehr. Rita Ora, ach Mann, I will never let you down. Gewünscht vom lieben Chris, immer noch 001. Weiter. Mein Schicksal, mein Karma, mein Lichtblick, mein witzigstes Drama, mein Aha, mein Tabula Rasa, bin ich das auch für dich, bitte sag mal. Do you love me? Sag mir bitte, liebst du mich und bleibst du für immer bei mir? Do you love me? Bist du genauso verliebt wie ich, vertreiben wir gemeinsam Zeit. Sieh du Liebe? Ja, ja, das ist... Nein. Und wenn ich... Sieh du, liebst du mich? Wir sind von Alda 011. Nina, du musst nachziehen. Yeah. Kämpf alles, gib alles. Weiter. Weetes Teenage Dirtbag. Wir wünscht von Jenny. 021, weiter. Baby girl, I'm against, Chanda Palse. Well, I'm on the way the time, all I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to temperature, Sean Paul? Ich weiß nicht. Yeah. Yeah. Man versteht kaum, was er sagt. Ja. Man versteht ihn eigentlich kaum, was er sagt. Mögt ihr die Musik von Sean Paul? Sean Paul. Ja, ja, natürlich. Ja? Mega geil. Ich hab schon mal wegen Sean Paul die Disco verlassen. Riesenhits? Ja, aber ich kann darauf nicht. Ich muss was anderes haben. Ich muss deine Songs hören. Das ist nett. So. 022. Nina, weiter geht's. Ja. What I've Done von Linkin Park. Ja! Ja! Gewünscht von Crazy! What I've Done! Das fragen sich alle Gäste nach dieser Show immer. Weiter! Mistakes, she ain't never gonna get wise. Habt ihr noch Joker, Nina? Hast du noch Joker? Kein Joker mehr? She ain't never gonna get wise. Hand in Hand von den Beatsteaks. Bester Song der Welt. Geiler Song auf jeden Fall. Gewünscht von Gaffer. Der Gaffer hat sich den Songs gewünscht. 023 immer noch. Das große Finale steht an. Schreibt weiterhin eure Lieblingssongs in den Chat. Weiter geht's. Wir sind Engel, doch gefallen. 2000 in Berlin. Heute fahren wir durch Schottland, wollen Tausender verdienen. Flügel sind gebrochen und
werden kalt. Ich werd höchstens 30 John und nein, ich werd nicht alt. Ey, yo, ich seh kleine Scheine, mein Hauseingang. Visa ruf mich an. Paschanim, Hauseingang. Ja, ja, genau. Ich seh kleine Scheine, mein Hauseingang. Visa ruf mich an. Wir sind von Hero 543, Hauseingang. Hast du auch schon beim Hauseingang gechillt, weil du den Schlüssel vergessen hast oder so? Ja, denkst, boah, ich habe einmal im Hauseingang gechillt, ist nicht lang her, weil meine Mitbewohnerin mir nicht die Tür aufgemacht hat. Warum nicht? War gerade Action? Ja, war gerade Action. War ehrlich gerade Action. Ich habe eine halbe Stunde gewartet. Ja, und dann? Naja, dann hat sie mir aufgemacht. Wir haben uns beeilt für dich. Okay, weiter. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sing Fitzefatze, wie es dir gefällt. Dann kommen Freunde von alleine. Sie wollen alle mit dir. Fitzefatze, Fitze, Fitzefatze. Keine Ahnung, wie der Song heißt, aber... Du hast gar nicht gewartet. Hey, hey. Also ich würde sagen, Helge Schneider, Helge Schneider? Fitze, Helge Schneider. Fitze, Fitze, der Fitze, Song? Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Na, 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 na. Fitze, Fitze, Fatze. Gewünscht vom Klausi. Helge Schneider, einfach unglaublich toller Künstler. 2, 2, 3, weiter. Das kommt jetzt, oder was? Hättest du es gewusst? Hättest du es gewusst? So was zu fragen. Gewünscht von Bra. Vom Bra. Wir haben Kreuzbandriss. Du sollst das nicht machen. Ich sag immer wieder, mach das nicht in der Sendung. 2, 2, 3, weiter. Ich schrieb einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzubügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Scheiße. Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist alles von der Kunstfreiheit. Gewünscht von Schnuggi. Die liebe Schnuggi hat diesen Song gewünscht. Danger Dan. Daniel Danger ist doch einer von 1 Live, ne? Ja. Ah, der ja, so komische, der in der Eistonne pennt oder so. Welche komische genau, Pennen macht. Ja. Okay, 3, 2, 3, weiter. The Killers, When You Were Young. Alles noch machbar. So, gewünscht von Clara 98. Weiter! Wüsste sie, dass sie Herz bricht, doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauf. Apache, Brot nach Hause. Welcher Apache? Welche Apache? 207. Nee, 1. Apache? Scheiße. Wieso tust du mir das an? Welcher Apache? 1, 0, warte, ne, ich hab noch gar nichts gesagt. Apache 207. Warum tust du mir das an? Oh, wieso tust du dir das Güte? An? Wieso tust du dir das an? Apache, wieso tust du dir das an? Achso, 207, ja, stimmt. Ja. Das ist natürlich jetzt im Finale, sind wir picky. Gewünscht von Xomi. Xomi hat sich den Song gewünscht. 3, 3, 3, weiterhin. Weiter geht's. Ah, ein Farbfilm von Nina Hagen. Vergessen. Du hast den Farbfilm vergessen, Nina Hagen. Ja. Ah.
gewünscht von Adon. Woher kennst du den Song denn? Weil meine Eltern aus der DDR sind. Ja, aber ich finde, dieser Song ist ernsthaft einer der krassesten Songs. Mach Feature. Auch. Ja. Nina Hagen, ja. Deutsche Scher. 3-4-3. Elif, alles noch drin. Nina auch, Dennis auch. Ja. Dennis hat einen Matchball. Ja, klar. Ein Punkt noch und der Host gewinnt seine eigene Show. Ey. Weiter geht's. Yeah, yeah. Ey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boobie, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie girl with my base stuff. I know that it's good, won't you say that on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the... Kendrick Lamar. Gewünscht vom strammen Max. Nova, hättest du es gewusst? Humble? Ja, tatsächlich. Wir haben gerade schon, wir beraten uns die ganze Zeit schon hier. Ja? Okay. Besserwisser natürlich. 3-4-3. Weiter. Katy Perry, Belong Together? Nein. Kelly Clarkson, Without You. Von Kelly Clarkson, gewünscht von Tanja Meiser. Immer noch 3-4-3. Es bleibt spannend. Weiter. Billy Talent, Red Flag. Und damit steht 3-4-4. Der zweite Matchball. Elif hat einen Matchball. Du kannst es schaffen. Natürlich du auch, ne, liebe Nina. So, das geht alles. Puh, okay. Ich biete die heiligen Zähne an. Auf einen schönen Song. Weiter! Taco Tuesday, I got the cheese, she tasting the Kool-Aid. Migo the plug, Guadalupe, she gon' do what the group say Caprende. Caliente, she get the bad, but she gotta get it 10 ways. Okay, now underlay, underlay, underlay. What the money make? Money make. We can elevate. Elevate. Sinead like she on the runway. Sinead. It's a payday when she get the confe. Mama see the Taco Tuesday. Taco Tuesday. Memo gewünscht von Memo. 3-4-4 weiter. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So Rods, I'm yours. Nein! Elif gewinnt, der kennt den Song live. Elif, geh gern da vorne zu Golden Ananas. Marc Nova, kommt da vorne. Kommt da vorne. Nina, komm da vorne. Kommt da vorne. Unglaublich. Liebe Freunde, das war Erkennst du den Song live? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hier mit am Start war. Riesenapplaus für unser tolles Publikum heute hier. Wow. Und natürlich nochmal einen fetten Applaus für unsere heutigen Gäste hier. Applaus. Wir haben morgen ein tolles Video für euch und zwar Erkennst du den Promi mit Johannes Oerding. Wird ganz, ganz toll. Und ich werde jetzt Dennis Ohrenschmalz nach Weisheitsgrad sortieren. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und einen Tag und bleibt gesund. Tschüss!